Fein. Fein, dann freue ich mich. Den letzten Vortrag für diesen Tag. Jetzt haben wir zwar noch mal ganz so viele, aber die, die da sind, werden hoffentlich intensiver zuhören. Werner Fischer, Bundesvorsitzender der Partei der Unabhängigen. Ein Veteran im politischen Bemühen um mehr Bürgerbeteiligung, Volksentscheide und solche Dinge. Und auch jemand, der uns wahnsinnig gut weiterhelfen könnte in so manchen Dingen, besonders was irgendwelche diversen Schatzmeistereiprobleme angeht. Das habe ich schon seit einiger Zeit versucht, mal klarzumachen, aber nicht jeder hat da irgendwie ein offenes Ohr. Auch bei Piraten scheint es so zu sein, dass man die eigene Kompetenz höher schätzt als die andere. Aber das wird sich schon noch ändern. Und ja, Werner sagt, das ist parteitypisch, hat recht. Okay, dann freue ich mich, dass er da ist und jetzt was über genau diese Begriffe erzählt, wie es auch im Programm auch angekündigt ist. Also Werner, schieß los. Okay, vorgestellt worden bin ich schon, aber zur Sicherheit mache ich es nochmal. Werner Fischer aus Kaufbeuren, Bundesvorsitzender der Unabhängigen, klingt ein bisschen groß. Die Unabhängigen sind eine ganz kleine Gruppierung. Partei sind wir zwar auch, die haben den Parteienstatus, aber wir wollten eigentlich nicht unbedingt immer Partei werden. War nicht angestrebt, war aber der Bundestagswahl zuzuordnen, weil nur Parteien ja an Bundestagswahlen Listen aufstellen dürfen und das war mal unsere Absicht. 2006 wollten wir antreten. Wie ihr wisst, ist aus der Wahl, aus der Bundestagswahl 2006 nichts geworden, weil die wurde vorgezogen auf 2005. Und aufgrund dessen haben wir da ein bisschen einen Hänger reinbekommen, weil wir das gesetzte Ziel seinerzeit nicht erreichen konnten in der Kürze der Zeit. Da haben wir uns ziemlich aufgeregt, auch gerade hier in Bayern, in der Kürze der Zeit etliche Unterschriften für eine Liste gesammelt, aber es hat eben nicht gereicht, es waren keine 2000. Und aufgrund dessen gab es dann auch keine Zulassung. Wir sind damals angetreten mit einigen Direktkandidaten, die hatten ihre 200 Unterschriften zusammen. Und wir haben das im Prinzip dann fortgesetzt in den nächsten Wahlen 2009, 2013. Und ich denke mal 2017 werden wir auch wieder Kandidaten unterstützen. Wir haben uns also zur Aufgabe gesetzt, unabhängige Einzelbewerber, also Kandidaten, die ohne Partei antreten, zu unterstützen. Das ist im Prinzip Sinn und Zweck der Unabhängigen. Wir versuchen, so dass irgend geht, parteiübergreifend zu wirken. Und unser Kernthema ist definitiv das Thema Bürgerbeteiligung. Wir hätten ganz gern ein bisschen echte Demokratie. Weil das, was wir derzeit haben, wird zwar von allen Parteien immer groß gelobt als die hervorragende Demokratie, aber wir werden heute noch sehen, dass das mit der Demokratie immer Ansichtssache ist. Da gibt es durchaus einige Verbesserungsvorschläge, die wir zum großen Teil auch schon gemacht haben, aber für eine Diskussion sind wir natürlich immer offen. Okay, dann gehen wir ran. Mal ein paar allgemeine Sachen vorweg. Ihr alle wisst, die Kluft wächst zwischen denen, die uns regieren und uns, dem Wahlvolk, den Bürgern, die mit vielen Sachen relativ unzufrieden sind. Das hat zur Folge, dass man sich gegenseitig Vorwürfe macht, das Unverständnis da ist, die Bürger wissen gar nicht, wie Gesetze zustande kommen, wie das funktioniert, wie der Ablauf ist im Bundestag. Es interessiert eigentlich auch keinen, obwohl das ja im Internet schön beschrieben ist. Man kann das nachverfolgen. Aber wer hat das schon gemacht? Die wenigsten. Dadurch wächst das Misstrauen. Man traut sich beziehungsweise den Regierenden nicht und die Verantwortung tragen, die trauen den Bürgern nicht. Deshalb haben sie ein großes Misstrauen gegenüber Abstimmungen, Volksbegehren, Volksentscheiden und Ähnlichem. Das gilt es im Prinzip zu überwinden.
Das Problem in der jetzigen Situation ist, dass die Regierungspolitik relativ leicht durch Lobbyisten zu beeinflussen ist. Wir kennen, glaube ich, aus der Vergangenheit alle genügend Beispiele. Kann man immer wieder in der Presse lesen. Es ist nun mal so, dass im Bundestag, in unseren Parlamenten, also nicht nur im Bundestag, sondern auch in anderen, eben sehr oft, es sollten ja eigentlich Volksvertreter drin sitzen, aber sind es wirklich Volksvertreter? Vertreten die das Volk oder werden die beeinflusst von Lobbyisten, von Interessenvertretern, manchmal im Guten, oftmals aber eben auch durchaus, um deren Interessen durchzusetzen, gegen das Allgemeininteresse. Das hat zur Folge, damit die bestehenden Machtverhältnisse möglichst nicht geändert werden, dass man eben keinen politischen Wettbewerb zulassen will. Ihr alle kennt die 5%-Hürde, ihr kennt den Kampf bei der EU-Wahl um die 5% bzw. 3%-Hürde, als das Verfassungsgericht gesagt hat, dies wird abgeschafft. War ein schwerer Kampf, hat mehrere Jahre gedauert. Jetzt ist die Sperrklausel nicht mehr existent, allerdings nur bei der EU-Wahl. Ich prophezei heute schon, dass vor der nächsten Europawahl wahrscheinlich der nächste Versuch ansteht, wieder eine Sperrklausel einzuführen. Gut, dass man gegenseitig schimpft, die Bürger auf die Politiker und die Politiker unter vorgehaltener Hand und so, dass es nicht öffentlich ist, auf die Bürger, das dürfte bekannt sein. Wie kann man die ganze Sache lösen? Indem man Vertrauen schafft, gegenseitiges Vertrauen zwischen Politik, Politikern und den Bürgern, der Bevölkerung. Das geht nur. Vertrauen schafft man nur, wenn man miteinander redet, wenn man versucht, sich gegenseitig zu verstehen, dass man sich gegenseitig auch ein bisschen vernetzt. Also Kommunikation ist eigentlich das Schlüsselwort. Wichtig ist auch, dass man eine sachliche Information bekommt, weil ohne die entsprechenden Fakten zu kennen, sind Spekulationen natürlich Tür und Tor geöffnet. Deshalb brauchen wir Offenheit und Akzeptanz und auch Toleranz. Schön wäre es natürlich auch, wenn möglichst viele Bürger aktiv am politischen Geschehen teilnehmen. Wenn also zum Beispiel so eine Veranstaltung wie heute öffentlich in der Zeitung steht, wäre es natürlich schön, wenn hier alle Sitzreihen voll wären. Leider ist es nicht so. Da müssen wir uns auch darum kümmern, zumindest die wenigen, die sich jetzt derzeit politisch aktiv beteiligen. Und dann sollten natürlich die Politiker, also die gewählten Vertreter, auch verantwortungsbewusst handeln und nicht einfach irgendwelche Sachen von sich geben, die populistisch klingen. Man sollte sich über die Sache kundig machen, mit verschiedenen Experten und mit dem gemeinen Bürger reden und dann zu einem Ergebnis kommen. Oh, jetzt war der Falsche. Die Akzeptanz zu fördern wäre natürlich schön. Ich komme selber aus dem Steuersektor, bin also Finanzbeamter beim Finanzamt. Sehe da vieles, was im Argen liegt, habe mich also jahrzehntelang bemüht, da das eine oder andere vielleicht auch mal zu verändern. Das funktioniert in den seltensten Fällen, also Erfolgserlebnisse bleiben da meistens aus. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich auch, dass Gesetze sehr oft so gefasst sind, dass sie der Einzelne gar nicht mehr versteht. Warum, wieso irgendwelche Regelungen getroffen werden, fällt uns als Experten manchmal schon schwer, das nachzuvollziehen. Der gemeine Bürger draußen, der an der Sache ja nicht tagtäglich dran ist, ist da total überfordert.
Deshalb werden die Entscheidungen von den Bürgern eigentlich auch immer weniger akzeptiert. Und weil das so ist, versucht der Staat natürlich seine Gesetze, seine Vorstellungen immer mehr durchzudrücken durch irgendwelche Vorgaben, durch Kontrollen, durch Überwachungen, durch irgendwelche Sachen, die der Bürger dann sozusagen melden muss. Und wenn er das nicht macht, dann ist es unter Umständen mit irgendwelchen Bußgeldern belegt. Würde sich alles vermeiden lassen, wenn wir über einen fairen politischen Wettbewerb ein bisschen mehr auf die Bevölkerung und auf die Interessen der Bevölkerung eingehen würden. Also das heißt nicht wir, sondern die gewählten Vertreter, die Parteien, die dafür zuständig sind, müssten ein bisschen hinhören, wo denn der Bürger der Schuh drückt. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich auch wichtig, dass die Bürger die Möglichkeit bekommen, sich und ihre Vorschläge selber einzubringen in die Politik, weil dann würden natürlich die Politiker auch merken, hoppla, welches Thema ist denn eigentlich wichtig? Beschäftigen wir uns mit den richtigen Themen? Also den Bürger einzubeziehen, wäre sicherlich ein hervorragendes Mittel, um die Akzeptanz zu fördern und dieses gegenseitige Misstrauen zwischen Politik und Bürger aufzuweichen. Dazu notwendig sind sicherlich Volksinitiativen, das heißt, dass aus den Reihen der Bevölkerung entsprechende Vorschläge kommen können, die dann aber auch in Richtung Entscheidung die Möglichkeit haben. Also wir können ja jetzt irgendwelche Petitionen oder Anträge stellen in Parteien. Wir können einem Abgeordneten schreiben, das hat meistens nur keine Wirkung. Wir bräuchten ein wirkungsvolles Instrument und das wäre eine Volksinitiative, die im Gesetz steht und entsprechende Wirkung entfaltet. Und das wäre letztendlich auch ein Volksentscheid, so wie wir das hier in Bayern ja kennen. Da hat man die Möglichkeit, zum Beispiel in Richtung Studiengebühren zu sagen, okay, wir wollen die abschaffen, auch wenn die regierende Partei dagegen ist. Wenn sich genügend Leute zusammenfinden, das organisieren, kann man das durchsetzen. Letztlich über einen Volksentscheid, wenn die Regierung nicht vorher nachgibt. Was sie aber dann meistens tut. Und wichtig wäre es natürlich auch, dass wir entsprechende Bürger haben, Kandidaten haben, die dann vom Bürger direkt gewählt werden können. Wenn ich keine Möglichkeit habe, jemanden vom Listenplatz 1 wegzubringen, gehe ich vielleicht gar nicht zur Wahl. Also auch das ist eine Sache der Bürgerbeteiligung, wie Wahlen entsprechend organisiert sind. Dann brauchen wir die Offenheit, um Vorteile und Nachteile entsprechend zu diskutieren. Hoppla, jetzt habe ich vergessen, das aufzumachen. Okay, und die Bürger sollten eben umfassend informiert werden, damit sie auch entsprechend entscheiden können. Also das heißt, wir brauchen die Information auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch das Hintergrundwissen. Und das heißt im Endeffekt eine gute Bildung der Bürger. Auch darum müssen wir uns kümmern in den Schulen, in den Volkshochschulen, dadurch, dass eben Vorträge und Ähnliches gehalten werden. Also es wäre schön, wenn wir mehr Bürgerbeteiligung hätten und mehr Bürgerbeteiligung von den Parteien gewagt werden würde. Dann ließe sich vielleicht der Reformstau beseitigen, der sich mittlerweile bei uns aufgetürmt hat. Ich bin der Meinung, dass wir derzeit einfach zu wenig neue Ideen haben,
dass innovative Ideen fehlen, beziehungsweise auch gar nicht angenommen werden, wenn mal eine da ist. Er hat nicht die Möglichkeit, entsprechend Raum zu gewinnen und diskutiert zu werden. Das Ganze ist in unserer Gesellschaft relativ festgefahren und das gilt es zu überwinden und da ein bisschen flexibler zu werden. Die großen etablierten Parteien können sich derzeit auf ihrer Machtposition im Prinzip ausruhen. Sie werden durch die Sperrklausel geschützt und innerhalb der Parteien ist es auch schwer, einen Platzhirschen sozusagen zu verdrängen beziehungsweise neue Gedanken voranzubringen. Was wäre der bessere Weg? Wenn die Parteien den Auftrag ernst nehmen würden, den sie eigentlich haben, nämlich an der Willensbildung sozusagen teilzuhaben und die zu transportieren. Die Willensbildung in unserer Gesellschaft, die soll nicht diktiert werden, sondern die soll organisiert werden durch Parteien. Das heißt, die Parteien sollten die Bürger eigentlich in ihrer eigenen Entfaltung unterstützen und aktivieren. Und es wäre schön, wenn der politische Wettbewerb auch fair organisiert werden würde. Das ist derzeit in vielen Fällen einfach nicht der Fall. Es gibt natürlich noch Beispiele, wo man sagen kann, man könnte es auch noch schlechter machen. Insofern sind wir ja eigentlich schon auf einem guten Stand. Aber ich denke mal, wer zufrieden ist mit einer Sache, der macht eigentlich schon den ersten Rückschritt. Man muss immer schauen, dass man noch ein bisschen besser wird. Und da gibt es durchaus Platz. Wir sollten uns da Alternativen erarbeiten, überlegen, wie wir die Bürgerbeteiligung voranbringen können. Bürgerbeteiligung, das bedeutet, politisch mitzubestimmen. Das heißt, jeder Einzelne von Ihnen sollte die Möglichkeit haben, seine Gedanken erstmal zu diskutieren mit anderen und dann, wenn das ein bisschen sich gesetzt hat, man sich wirklich verschiedene Fakten auch angehört hat von anderen Standpunkten aus, dann sollte man eben die Möglichkeit haben, entsprechend Ideen einzubringen und letztlich auch mitzubestimmen. Das wäre gut. Das bedeutet aber auch, dass jeder, der mitbestimmen will, natürlich auch Verantwortung übernehmen sollte. Gut, was sind die Bestandteile einer Bürgerbeteiligung? Was kennzeichnet eine gute Bürgerbeteiligung? Habt ihr da Vorschläge? An was kann man eine gute Bürgerbeteiligung erkennen? Ja, hohe Wahlbeteiligung ist das eine. Ich sag mal, eine gute Wahl als solche, also ein gerechtes Wahlverfahren, ist sicherlich wichtig als Grundvoraussetzung. Wenn hier Chancengleichheit herrscht, wenn die Bürger die Möglichkeit haben, sozusagen an den Wahlen teilzunehmen, sich einzubringen, ich glaube, dann dürfte auch die Wahlbeteiligung steigen, weil dann wird das ganze Politikthema einfach interessanter. Transparenz ist ein anderer Punkt. Transparenz ist gut, ja. Dummerweise habe ich das jetzt nicht als nächsten Punkt, aber ich habe es drauf. Okay. Kommen wir dazu. Habt ihr noch Vorschläge? Das bisher noch nicht bundesweit vorhandene Initiativrecht der Bürgerschaft. Sehr gut. Auch das kommt noch, aber als nächsten Punkt hätte ich unmittelbare Wahlen, also das, was mit dem Wahlverfahren eigentlich dazu gehört, dass man also nicht irgendwelche anonymen Listen hat, die man nicht mehr verändern kann, sondern dass man möglichst einen Kandidaten hat,
den man kennt, beziehungsweise den man auf Herz und Nieren geprüft hat. Piraten nennen sowas Grillen, habe ich mir sagen lassen. Die Zeitung hat das mittlerweile übernommen. Mittlerweile hat es geheißen, der Herr Oettinger ist vom Europäischen Parlament gegrillt worden. Gut, okay, nehmen wir das als Ausdruck. Also wichtig ist, dass man einen Kandidaten hat, den man auf Herz und Nieren prüfen kann und wo man dann sagt, okay, über den stimmen wir ab. Listen, Wahlen, wo man nicht weiß, wer ruckt dann unter Umständen nach. Wir haben das jetzt vielleicht auch gesehen in Brandenburg. Da sind dann irgendwelche AfD-Mitglieder auf irgendwelchen Listen, beziehungsweise auf der Landesliste. Und dann verzichtet der eine oder andere und von hinten rutschen irgendwelche nach. Das ist nicht unbedingt Demokratie in ihrem besten Zustand. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der wurde schon genannt. Wie können sich Bürger beteiligen? Also wir haben auf Bundesebene ja nur die Möglichkeit, uns durch Petitionen zu beteiligen. Das ist ein bisschen wenig. Es wäre sehr, sehr schön und sehr, sehr sinnvoll, wenn man praktisch hier über eine Volksinitiative zumindest die Möglichkeit hätte, einen Vorschlag vor den Bundestag zu bringen. Das geht ja jetzt nicht. Also ich kann nur eine Petition einreichen. Die wird dann vom Petitionsausschuss entsprechend behandelt. Wenn ich Glück habe, wird sie öffentlich ausgeschrieben, dann kann man per Internet zustimmen. Wenn ich Pech habe, nicht, beziehungsweise wenn der Petitionsausschuss nicht mag, dann geht es auch nicht. Aber mehr als eine öffentliche Anhörung ist für Petitionen derzeit nicht zu erreichen. Wenn man Glück hat, nimmt eine der Bundestagsfraktionen den Gedanken auf. Aber das ist meines Wissens in den letzten 10 Jahren eigentlich nicht vorgekommen. Und ist, wie gesagt, immer abhängig davon, dass die Fraktionen das dann aufnehmen. Also es wäre schön, wenn es da eine gesetzliche Möglichkeit gäbe, wo man sagt, mit einer Volksinitiative kann ich so einen Gesetzesvorschlag einbringen, der wird dann debattiert im Bundestag und dann gibt es vielleicht noch weitere Möglichkeiten, über ein Volksbegehren, über einen Volksentscheid die ganze Sache zu entscheiden. Und dann haben wir natürlich noch den wichtigen Punkt, es sollte transparente Verfahren geben. Der wurde ja auch schon genannt. Die Bürger müssen das Recht haben, zu erfahren, was machen denn die gewählten Vertreter von uns? Was machen denn diejenigen, die in der Regierung sitzen? Was verhandeln die? TTIP war heute ja schon ein Thema. Es ist ganz, ganz schlecht, wenn sowas hinter verschlossenen Türen verhandelt wird und dann innerhalb von 1, 2, 3 Tagen durch irgendwelche Parlamente und Volksverträge da abgesegnet wird. Also das ist keine Demokratie, so wie ich mir das vorstelle und ich denke mal, da seid ihr meiner Meinung. Ich gehe sogar weiter als das, was Sie hier stehen haben. Denn ich will nicht das Recht, nur das Recht haben, Informationen einzufordern. Ich bin der Meinung, dass die Entscheidungen treffen, die Pflicht haben, uns zu informieren. Richtig, ja. Das ist ja Teil eigentlich Ihres Amtes, Ihrer Aufgabe. Ja. Ich sage nur, weil hier steht Recht einzubauen. Ja, gut, ich meine, es ist natürlich schwierig, für jeden Einzelnen sozusagen die gewünschte Information bereitzustellen, weil man ja nicht weiß, wer will denn eigentlich was wissen. Also das muss man auch aus der anderen Richtung sehen. Da muss man gewisses Verständnis auch für die Regierungsseite aufbringen und sagen, wenn die alles, was die machen, transparent machen, das ist dann vielleicht wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wäre vielleicht andersrum wird aber auch ein Schuh draus. Ich weiß nämlich gar nicht, was die alles machen und was ich alles einfordern könnte. Ja, das ist richtig. Also sagen wir mal, wie so oft liegt da der goldene Weg irgendwo in der Mitte? Gehen wir mal zu dem Punkt Wahlen. Wie gleich sind Wahlen? Also ich nehme mal als Beispiel die Bundestagswahl her. Wie sieht es da aus mit der Chancenverteilung? Wer darf denn kandidieren? Jeder?
weiß nicht, sind da Fachleute, Kandidaten möglicherweise, Vorstandsmitglieder im Raum? Ich glaube, jeder, der das passive Wahlrecht hat, oder? Kann sich aufstellen. Richtig, lassen. Richtig. Als Direktkandidat bei der Bundestagswahl, also als Kandidat im Wahlkreis, davon gibt es 299, da kann im Prinzip jeder kandidieren. Braucht er dafür eine Partei? Nein. Es gibt zwei verschiedene Verfahren. Das Verfahren, von der Partei aufgestellt zu werden, da wird man gewählt von den Parteimitgliedern im Wahlkreis. Die zweite Möglichkeit ist die, dass jeder Bürger von sich aus sagen kann, ich kandidiere. Ich mache das immer so. Jeder Bürger, der das Wahlrecht hat, darf in der Regel gewählt werden. Also das passive Wahlrecht, das hast du ganz richtig ausgedrückt. Das Einzige, was er braucht, ist, er braucht die Unterstützung von 200 Wahlberechtigten im Wahlkreis. Also da ist doch eine klare Chancengleichheit gegeben. Jetzt schauen wir mal zur zweiten Seite, zu den anderen 299 Abgeordneten im Bundestag. Wie kommen denn die zustande? Wer wird denn da gewählt? Wer hat denn da die Chance? Kann da sich auch jeder aufstellen lassen? Jede Partei stellt eine Liste auf. Genau. Also. Und da ist es so, halt jeder, dass die nur zugelassene Parteien Listen, Landeslisten aufstellen können. Und diese Landeslisten stellt wer zusammen? Die Landesverbände, die machen eine Delegiertenversammlung, in kleineren Parteien eine Mitgliederversammlung und stellen da ihre Liste auf. Und diese Liste wird den Wählern vorgelegt und diese Liste kann ich jetzt ankreuzen oder nicht. Was ist dann die wichtige Stimme? Also ich als Wähler habe bei der Bundestagswahl ja zwei Stimmen. Was ist die wichtige Stimme? Wir haben gehört, 299 Direktkandidaten, 299 Listenkandidaten. Wie werden die Listen vergeben? Nach der ersten, nach der Zweitstimme? Halbe, halbe oder wie? Je nach der Liste. Also nur nach der Liste, Zweitstimme, genau. Die Zweitstimme entscheidet die... Also das Anzeige. Verhältnis, die Stärke der einzelnen Parteien wird nach der Zweitstimme bemessen. Die Erststimme ist dann umsonst oder warum gibt man die dann überhaupt ab? Ja, das sind ja die Direktkandidaten. Es gibt ja immer pro Wahlkreis, Stimmkreis, ne, von der Wahl. Wahlkreis? Genau. Versteht man schon so. Okay. Kommen durch die Direktstimmen mehr Kandidaten rein, als der Partei über die Listenstimmen zustehen würden, dann gibt es entsprechende Überhangmandate, beziehungsweise eben es kommen alle Direktgewählten rein und über die Liste würde dann keiner mehr reinrutschen. Ja, es wird aufgedröselt auf die Bundesländer, sagen wir mal dazu, kann, also für das einzelne Bundesland stimmt die Aussage, für den gesamten Bund nicht. Das Entscheidende ist, dass der Direktkandidat als solches sein Mandat sozusagen sicher hat und der Listenkandidat, der muss eben erst mal abwarten, wie viele Direktkandidaten meiner Partei kommen denn rein. Wie viele sind da gewählt worden? Und da kann ich unter Umständen Pech haben, auf Listen Platz 1 stehen und trotzdem komme ich nicht in den Bundestag. Also die Möglichkeit besteht. Insbesondere bei großen Parteien, bei sehr großen Parteien, ist das schon vorgekommen. Bei den kleinen Parteien rutschen die meisten im Prinzip nur über die Liste rein. Wie viele Listenkandidaten haben die Piraten, hätte ich jetzt ganz gern gefragt, aber
das kann ich mir sparen. Im Bundestag sitzen ja keine Piraten, aber wie viele Direktkandidaten haben zum Beispiel die Grünen? Wer weiß es? Einer, genau, einer. Der Herr Ströbele aus Berlin, schon seit einigen Legislaturperioden, kann man jetzt sagen. Wie viel hatte denn in der vorhergehenden Legislaturperiode die FDP? Auch wieder das richtige Zeichen, null, genau. Es kommt also ganz, ganz selten vor, dass mal ein Direktkandidat nicht von der Union oder nicht von der SPD ist. Also im Osten kommt es mal vor, dass es ein Linker wird. In Berlin haben wir gehört, da ist es ein Grüner, der mal eine Chance hat in einem der 12 Wahlbezirke, aber ansonsten nur SPD und insbesondere CDU, CSU. Also da muss man sagen, ist das so eine Sache mit der Chancengleichheit. Nächster Punkt bei den Wahlen, die Sperrklausel. Die Sperrklausel ist eine Sache, die hat bei der letzten Wahl dazu geführt, dass über 15% der abgegebenen Wählerstimmen nicht gewertet worden sind. Das ist so viel wie noch nie. Es gab da schon Überlegungen, man müsste da vielleicht mal die 5% Sperrklausel knacken, aber bis jetzt kenne ich noch keine erfolgversprechende Initiative, dieses Thema anzugehen. Und das ist die Frage, ob das Verfassungsgericht bei der Bundestagswahl da geneigt wäre, diese Sperrklausel in Frage zu stellen. Ich glaube eher nicht. Bei der Europawahl hat das Verfassungsgericht die 5%-Hürde ja seinerzeit kassiert als verfassungswidrig. Muss ich sagen, habe ich auch einen kleinen Anteil mit geleistet. Nicht nur ich, sondern da gab es mal von den Unabhängigen initiiert die Wählergruppe für Volksentscheide. Die hat an der letzten Europawahl 2009 teilgenommen und wir haben dann geklagt, ich in meiner Person und als Vorsitzender dieser Gruppierung, gegen diese Sperrklausel. Aufgrund dessen wurde im zweiten Schritt dann vom Verfassungsgericht die 5% Sperrklausel aufgehoben und ich habe damals schon prophezeit, dass vor der Wahl 2014, da ist mit Sicherheit von den etablierten Parteien wieder ein Versuch unternommen wird, diese Sperrklausel neu aufzurichten. Hat man auch innerhalb von 8 Tagen durch den Bundestag gepeitscht, war ein abenteuerliches Verfahren. Mit Demokratie hatte das wenig zu tun, aber das ist eben Machtpolitik. Und ich bin sehr dankbar, dass das Verfassungsgericht diesen Versuch wieder abgeschmettert hat und auch diese 3%-Hürde kassiert hat. Ich bin gespannt, wie das Verfahren weitergeht. Ich habe ja schon angedeutet, ich glaube, dass die etablierten Parteien da möglicherweise wieder einen ganz neuen Versuch unternehmen. Das Verfassungsgericht hatte sich ja unter anderem auch darauf berufen, dass es bei Kommunalwahlen praktisch keine Sperrklausel geben darf. In Nordrhein-Westfalen gibt es mittlerweile wieder Bestrebungen der SPD, eine Sperrklausel für Kommunalwahlen zu errichten. Vorläufer war Berlin. Die Berliner waren ganz schlau, also die Berliner etablierten Parteien waren ganz schlau. Die haben das mit 2/3 Mehrheit in die Berliner Verfassung reingeschrieben. Und da tut sich dann das dortige Berliner Verfassungsgericht natürlich schwer, das wieder rauszuholen. Ist nicht gelungen, die haben das durchgewunken und mit diesem Hintergrund versucht man jetzt eben neu diese 3%-Klausel möglicherweise auf kommunaler Ebene zu etablieren und ich könnte mir vorstellen, dass dann eben auch bei der Europawahl der Versuch dann wieder unternommen wird. Also deshalb wehret den Anfängen, passt auf, ihr habt ja Vertreter in NRW, und macht die mal scharf drauf, dass die diese 3%-Hürde angehen.
Ja, dann gibt es noch dieses Verfahren der Zuteilung der Mandate. Auch da lässt sich natürlich ein bisschen manipulieren. Da kann man verschiedene Verfahren anwenden, Harry Niemeyer oder de Hond oder sowas. Das eine begünstigt die Großen, das andere begünstigt die Kleinen. Auch da gibt es gewisse Manipulationsmöglichkeiten, wenn man im Besitz der Macht ist und entsprechende Gesetze erlassen kann. Auf Bundesebene schaut es da aber relativ gut aus. Da gibt es ein sehr faires Verfahren, das die kleinen Parteien und Gruppierungen eher bevorzugt. Ihr habt ja auch mitbekommen, dass bei der Europawahl, da gilt das gleiche Verfahren wie bei der Bundestagswahl, Parteien auch noch reingerutscht sind, die dann 0,63% oder sowas hatten. Also im Prinzip unter einem vollen Sitz geblieben sind, aber durch Rundungen sind sie dann eben doch ins Europäische Parlament eingezogen. Aber es gibt ja nicht nur im Wahlrecht, im geschriebenen Recht Beeinträchtigungen, sondern die größten Beeinträchtigungen bei einer Wahl liegen ja eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Und da gibt es Riesendefizite für kleine Gruppierungen, insbesondere für Einzelbewerber. Ich kann davon ein Lied singen. Ich habe bei der letzten Wahl praktisch nirgendwo in der Zeitung gestanden. Hätte ich nicht das Glück gehabt, ein Gänsefüßchen-Kandidat zu sein, hätte es überhaupt keinen Artikel gegeben. Der Wahlleiter bei mir hier in Marktoberdorf hat leider einen Fehler begangen und hat meine Bezeichnung in Anführungsstriche gesetzt, den Gänsefüßchen gesetzt. Und aufgrund dessen hat er sich dann dazu bereit erklärt, ja, eine Presseerklärung rauszugeben, dass das nicht geändert wird. Und insofern stand dann in jeder Zeitung zumindest ein kleiner Artikel drin. Und geholfen hat es natürlich nichts. Einzelbewerber werden ja nicht gewählt. Also. Aber trotzdem, man will ja doch irgendwo eine gewisse Chancengleichheit haben. Und in der Berichterstattung ist das also in keiner Weise gegeben. Die einzige Chancengleichheit ist die auf dem Stimmzettel. Und selbst da ist es beeinträchtigt, weil die Einzelbewerber werden immer unterhalb der Parteien aufgeführt. Ansonsten ist das Verfahren relativ gerecht. Die Reihenfolge bestimmt sich nämlich immer nach dem erzielten Ergebnis bei der letzten Wahl. Eine weitere Sache ist die Teilnahme an Diskussionen. Da sind kleine Parteien meist nicht eingeladen. Ich denke mal, das geht den Piraten vielleicht ein bisschen besser als den Unabhängigen, aber sicherlich nicht so gut wie der Union oder der SPD. Man wird eben meistens nicht wahrgenommen, weil man nicht anwesend ist, nicht eingeladen wird. Eine weitere Diskriminierung besteht bei den Finanzen. Da habe ich mich sehr ordentlich eingelesen. Parteienfinanzierung ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Da gibt es staatliche Mittel, da muss man bestimmte Hürden übersteigen, dann werden diese Mittel verteilt und. Also das wäre ein Thema für eine eigene, für einen eigenen Vortrag, für eine eigene Runde. Wenn ihr da Lust drauf habt, sagt es dem Thomas Bescheid, ich mache da gern mal was. Dauert dann vielleicht eine halbe oder eine Stunde oder sowas. Da kann man dann auch prima drüber diskutieren und Fragen stellen. Ich denke, da gibt es noch viel, was man so allgemein hin nicht weiß. Eine Riesenbevorzugung der etablierten Parteien sind natürlich die Fraktionen. Die Fraktionen bekommen ja Geld für ihre Aufgaben. Die Fraktionen haben ja nichts mit den Parteien zu tun. Die müssen deshalb extra gesponsert werden, bezahlt werden vom Steuerzahler. Wer hat denn so eine Ahnung, was die Fraktionen im Bundestag jedes Jahr kosten? Weiß das jemand? Also das sind zweistellige Millionenbeträge. Nur die Fraktion, nicht die Abgeordneten. Die Abgeordneten bekommen ihr eigenes Salär. Die Fraktionen haben ihren eigenen Mitarbeiterstab,
ihre eigenen Pensionsansprüche und, das zahlt der Steuerzahler. Wer wird da geparkt? In der Regel natürlich die Parteimitglieder. Wer hat eine Ahnung, was die Parteien an staatlichen Mitteln bekommen? Insgesamt, jedes Jahr, ist festgeschrieben. Da habe ich was gehört, etwas über 150 Millionen jedes Jahr. Und die Parteien haben sich also erlaubt, früher war es so, dass es müssen ja bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, wenn bestimmte Parteien diese Voraussetzungen nicht erfüllt haben, dann sind diese Mittel, die nicht abgerufen werden konnten, früher mal zurück an den Steuerzahler geflossen. Das hat man geändert, weil man die Macht dazu hatte. Man hat dann das in der Richtung geändert, dass man gesagt hat, das, was übrig bleibt, das wird unter den anderen berechtigten Parteien aufgeteilt. Das heißt, wenn die Parteien hier auf Geld verzichten, weil sie zu wenig eigene Einnahmen haben, dann freuen sich insbesondere die etablierten Parteien darüber, dass ihr das nicht geschafft habt. Da sollte dran gearbeitet werden. Kleine Anregung von meiner Seite. Ja, Parteien, Fraktionen, Abgeordneten. Wen haben wir noch vergessen? Die Stiftungen. Die Stiftungen bekommen Geld, viel Geld. Da gab es mal eine Partei, die hat dagegen geklagt, sehr erfolgreich geklagt. Das waren die Grünen. Die Grünen, als sie eingezogen sind in den Bundestag, habe ich schon mitbekommen. Man hat sich dagegen gewehrt, bis zu dem Tag, wo die Grünen selber Anspruch hatten auf eine eigene Stiftung. Seitdem hört man nichts mehr. Es gibt keine Probleme mehr mit Stiftungen. Die Probleme gibt es wohl, aber man redet nicht mehr drüber. Also auch da hinschauen, was bekommen Stiftungen. Stiftungen bekommen viel Geld und wie das verwendet wird, ist bei Stiftungen nicht so transparent wie bei Parteien, weil das muss nicht in der Art und Weise veröffentlicht werden. Gut, wie gesagt, auch dazu kann man viel reden. Also eine Stunde können wir da locker füllen, Thomas. Die steuerlichen Vorteile, die Abgeordnete genießen, die kriegen ja ihre Werbungskosten zum Teil ohne Nachweis. Also das heißt, der Berliner Abgeordnete kriegt natürlich eine Pauschalvergütung für seine Kosten in gleicher Höhe wie der Abgeordnete, der aus Berchtesgaden nach Berlin fahren muss. Sicherlich eine gewisse Ungerechtigkeit drin. Steuerliche Vorteile gibt es auch für die Parteienfinanzierung. Also das heißt, jeder, der eine Spende an eine Partei gewährt, kann ja bis zum gewissen Betrag diese Spende dann von seiner Steuer abziehen, sofern er Steuern bezahlt. Der Hartz-IV-Empfänger hat keine Vorteile, insofern hat er vielleicht auch keine so günstige Vertretung im Bundestag. Auch dazu, wie gesagt, gibt es viel zu sagen. Das sollte aber möglichst an Beispielen behandelt werden. All das ist eine Frage der Gleichheit von Wahlen, der gleichen Chancen und letztlich auch eine Frage der Beteiligung, wie sind die Bürger beteiligt. Dann der Punkt, was spricht für Direktwahlen? Ich habe da schon gesagt, Direktwahlen ist eben die unmittelbare Möglichkeit, den Kandidaten kennenzulernen beziehungsweise auch in die Verantwortlichkeit zu bringen. Wenn ich ihn gewählt habe, dann kann ich ihn auch abwählen. Wenn er nur ein Parteikandidat war, geht das schlecht, wenn ich der Partei treu bleiben will. Warum wird der Bundespräsident bei uns nicht direkt gewählt? Ihr kennt die Diskussion vielleicht. Ja, man sagt, unsere Vergangenheit wäre schuld dran. Da frage ich mich natürlich, warum die Österreicher das können, was wir nicht können. Weil die Österreicher ja auch verwandt. Okay, das mag so sein, ja. Man muss es halt nur glauben, ne?
Beziehungsweise man muss es umsetzen. Das heißt, wenn die Bevölkerung sagen würde bei uns, wir wollen den Bundespräsidenten direkt wählen und da eine richtige Initiative startet, würde das sicherlich funktionieren. Aber eigentlich ist es uns ja egal. Sparen wir uns eine Wahl. Ja, das Problem an der Stelle ist, wenn man mal das Grundgesetz liest und die Befugnisse des Bundespräsidenten, wenn der direkt gewählt wäre, dann hätte er noch viel mehr Grund, diese Befugnisse auszuführen, und dann hätten wir eine Konkurrenzsituation zwischen Kanzler und Präsident. Und das ist etwas, was nicht gewünscht ist. Das ist richtig, ja. Da müsste unter Umständen der oder die Bundeskanzlerin etwas von ihrer Macht abgeben, und das ist natürlich nicht gewollt. Ja, mit Direktwahlen ließe sich durchaus auch der Einfluss der Parteien und der Lobbyisten, der Eliten bei uns etwas abschwächen. Insofern wäre das, glaube ich, eine sinnvolle Sache, sich darüber zumindest Gedanken zu machen, wie man hier mehr direkte Verantwortung, direkten Zugriff auf die einzelnen Kandidaten für den Wähler möglich machen kann. Das Thema Österreich hatte ich schon angesprochen. Bei uns wird der Bundespräsident durch die Bundesversammlung gewählt, also letztlich ausgekartet von den Parteien im Bundestag und in den Landtagen. In Österreich funktioniert das anders seit Jahrzehnten. Bei uns leider nicht, oder vielleicht Gott sei Dank, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, sollte man dazu die österreichische Verfassung lesen, der österreichische Bundespräsident hat wesentlich weniger Befugnisse als der deutsche. Ja, das möchte ich in Zweifel ziehen. Also der deutsche Bundespräsident, was hat der für eine Macht? Nach dem Grundgesetz jede Menge. Aber nur formell. In dem Moment, wo er direkt gewählt wäre, könnte er diese Macht nutzen. Im Moment kann er es nicht. Das ist genau der Punkt. Ich sage nicht, dass es gut ist, bitte, versteht mich falsch, aber das ist die Situation, die wir im Moment haben. Wir müssten dann auf jeden Fall ganz genau schauen, wie wir unser Grundgesetz reformieren. Ja, gut. Was durchaus Sinn macht. Das Grundgesetz mal auf den Prüfstand zu stellen, wäre sicherlich nicht verkehrt. Man muss ja eigentlich nur reinschauen, beziehungsweise den Begriff Grundgesetz richtig deuten. Das Grundgesetz ist ein Grundgesetz, beziehungsweise heißt Grundgesetz, weil es eben noch keine Verfassung sein sollte. Vielleicht sollte man aus dem Grundgesetz mal eine Verfassung machen. Da gibt es auch einen 146 im Grundgesetz, der da einen entsprechenden Hinweis gibt. Wir hätten die Macht, wir hätten die Möglichkeit, wir müssten sie nur nutzen. Zum Bundestag, da gibt es ja auch den Unterschied zwischen den Wahlkreiskandidaten und den Listenkandidaten bzw. Abgeordneten. Der Wahlkreisabgeordnete ist in der Regel derjenige, der etwas unabhängiger von seiner Partei handeln kann, weil er natürlich immer sagen kann, ich bin ja von den Bürgern direkt gewählt, ich habe das Mandat nicht unmittelbar von der Partei bekommen über die Liste, und wenn er ein guter Kandidat ist, wird er auch wieder gewählt, wobei da gibt es also auch etliche Gegenbeispiele, also das heißt, Abgeordnete, die für eine etablierte Partei im Bundestag saßen, die dann als Einzelbewerber angetreten sind oder für eine kleine Partei angetreten sind, die sind nie gewählt worden, zumindest nicht im Bundestag. In den Landtag, da gab es jetzt was. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in Brandenburg ist eine Gruppierung eingezogen in den Landtag, die hat nur 2,7% bekommen. Und warum? Wie haben sie das geschafft? Es gibt doch dort eine 5%-Klausel.
aber es gibt eben dort eine Grundmandatsklausel. Das heißt, wenn man einen Kandidaten im Wahlkreis durchbringt, dann kann die Gruppierung, dann wird die praktisch gewertet mit der Prozentzahl, die sie erreicht hat. Und so sind die mit 3 Mandaten eingezogen in Brandenburg. Das waren die Freien Wähler, beziehungsweise also die sind nicht zu verwechseln mit den Freien Wählern bei uns. Das ist eine eigene Gruppierung, nennen sich aber auch Freie Wähler. Bürgervereinigung Brandenburg, / Freie Wähler. Auch wir hatten schon Kontakt, gell, Thomas? Weißt du das ja, noch? Ja, hatten wir Kontakt, richtig. Wir hatten mal Kontakt zu denen. Also, das ist selten, dass ein Wahlkreisabgeordneter, wenn er dann nicht für seine große Partei wieder kandidiert, gewählt wird. In Brandenburg ist es passiert. Der Kandidat hat dort, ich glaube, 25% oder 27% geholt. In Bayern hätte ihm das nichts genützt, das wissen wir alle. Aber in Brandenburg sind die Karten relativ gut verteilt. Da hat die CDU, die SPD, die Linke ihren Stammwählersatz. Und dann gibt es natürlich noch Kandidaten von den Grünen und so weiter. Da reichen dann auch mal 25% für das Direktmandat. Gut, jetzt möchte ich ein bisschen eingehen auf Petitionen, also auf die Möglichkeiten, die wir haben auf Bundesebene, beziehungsweise die, ich hoffe wir, aber insbesondere ich mir wünsche. Ich möchte aber jetzt mal anfangen mit Petitionen. Was sind denn Petitionen? Petitionen sind nichts anderes als die Bitte an die Herrschenden, sprich an den Bundestag, ein Problem wahrzunehmen. Also da kann man sich entsprechend beschweren, wenn irgendwas daneben gegangen ist. Man kann Vorschläge machen für Verbesserungen. Habe ich schon öfters gemacht. Selten erfolgreich, aber durchaus auch. Wer ist berechtigt, eine Petition zu machen? Im Prinzip jeder Bürger. Jeder Bürger kann beim Bundestag eine Petition einreichen. Wer hat das schon mal gemacht? Hände hoch. Einer? Gut. Schriftlich oder? Nicht allein. Nicht allein. Okay. Also man kann das als Organisation auch einreichen, als Gruppe, als Partei, als Verein. Aber man muss da immer eine handelnde Person angeben. Das Verfahren beim Bundestag läuft so, dass das Ganze eingereicht wird, entweder online, ist die schnellste Methode, oder man kann das natürlich auch, wie früher üblich, mit der Post schicken an den Bundestag. Dort wird es verwaltet, bekommt seine Nummer, wird dem Petitionsausschuss vorgelegt und der entscheidet dann letztlich darüber, was mit der Petition passiert. Ihr könnt euch mal informieren, ihr seid ja wahrscheinlich alle öfters mal im Internet unterwegs. Unter epetition.bundestag.de ist die Möglichkeit gegeben, Petitionen online einzureichen. Da gibt es auch jede Menge Informationen über das ganze Verfahren. Da ist auch darauf hingewiesen, dass es eben so etwas wie eine öffentliche Petition gibt, so circa seit 2005. Das heißt, da wird diese Petition, wenn sie als öffentliche Petition zugelassen ist, ins Internet gestellt und dann kann man diese Petition unterstützen. Soweit ich weiß, 4 Wochen lang. Und wenn diese Petition dann die Zahl von 50.000 Unterstützern gefunden hat, dann gibt es darüber auch eine öffentliche Anhörung. Wenn sie keine 50.000 bekommen hat, kann sie trotzdem in einer öffentlichen Anhörung diskutiert werden,
eingeladen wird da der jeweilige Hauptpetent, der die Petition eingereicht hat. Da sitzen dann Vertreter der Ministerien, natürlich der gesamte Petitionsausschuss. Ja. Und wenn man Glück hat, auch noch ein paar Besucher auf der Besuchertribüne. Und dann wird über die Sachen diskutiert und das Ganze wird im Internet auch übertragen. Ich habe also schon mal die Ehre gehabt, da eingeladen zu werden. Ist eine ganz interessante Sache. Wenn ihr gute Vorschläge habt, wie man was verbessern könnte in unserem Staate, auf Bundesebene, versucht es ruhig. Ich habe da auch die Anregung gegeben, dieses Petitionsverfahren vielleicht in Richtung einer Volkspetition, einer Volksinitiative oder sowas zu erweitern, sodass man dann zumindest das Anhörungsrecht vom Bundestag hätte. Das heißt, dass derjenige, der einen Antrag gestellt hat und die nötige Unterstützung bekommen hat, nicht nur in der öffentlichen Anhörung sozusagen vom Petitionsausschuss das begründen und beantragen darf, sondern direkt vom Bundestag. Wäre vielleicht nochmal eine gute Sache. Insbesondere kann man das Ganze entsprechend auch noch erweitern. Ich will euch jetzt noch mal ein bisschen was zeigen, was ich als Petition so alles eingereicht habe. Insbesondere zu den Themen Bürgerbeteiligung und Wahlrecht. Da gibt es also zum Beispiel eine meiner ersten Petitionen: unfaire Zulassungskriterien in Sachen Unterstützerunterschriften für kleine Parteien oder Einzelbewerber habe ich seinerzeit eingegeben, 2005. Hat man diskutiert in der öffentlichen Anhörung, ist aber nichts draus geworden. Also das heißt, beabsichtigt war bei mir oder von mir, dass wenn Bundestagswahlen vorgezogen werden, dass dann diese Zahl der Unterstützerunterschriften entsprechend gesenkt wird, weil ja einfach weniger Zeit den kleinen Parteien zur Verfügung steht, diese Unterschriften zu sammeln. Man hat sich das angehört, es hat auch geheißen, ja, das ist eigentlich eine ganz vernünftige Überlegung. Geändert hat man nichts dran. Theoretisch ist es so, dass wenn der Bundestag aufgelöst wird, das Innenministerium den neuen Termin relativ kurzfristig ansetzen kann, also ich sage mal innerhalb einer Woche, und dann sollen die kleinen Parteien mindestens 30.000 Unterschriften sammeln für ihre Kandidaten, die sie vorher aber noch aufstellen müssen. Also das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also in der Regel lässt das Innenministerium da schon ein bisschen mehr Zeit, aber viel mehr als 6 Wochen hat man nicht. Und das stellt eine kleine Partei natürlich auch vor Riesenhindernisse. Eine zweite Sache war die Sache mit den Einzelbewerbern. Da gab es 2005 immer noch ein Bundeswahlgesetz. Da stand drin, dass diese Einzelbewerber eine Kostenerstattung bekommen von 4 D-Mark. Man höre und staune, 2005 gab es noch D-Mark in Bundesgesetzen. Hat man einfach vergessen zu ändern. Und nachdem einer unserer Kandidaten diese 10% Hürde geschafft hat für die Erstattung, haben wir da natürlich erstmal eine Klage eingereicht, also den formellen Weg beschritten und gleichzeitig aber auch eine Petition eingereicht, die dann nach einer öffentlichen Anhörung und scharfen Kritiken von Seiten des Innenministeriums nach 2,5 Jahren zu folgendem Ergebnis geführt hat: Der Bundestag hat das Bundeswahlgesetz nach unseren Vorgaben oder nach meinen Vorgaben geändert, und zwar rückwirkend betreffend auch das Jahr 2005. Also im Jahr 2008 ist das Bundeswahlgesetz geändert worden und man hat explizit gesagt, diese Regelung ist auch 2005 bereits anzuwenden, was zu einer Nachzahlung geführt hat. Hat sich unser Kandidat gefreut, und man kann sehen, man kann manchmal was erreichen. Aber ich sag mal, wenn es um Geld geht, ja, wenn es um Macht geht, nein.
Und da sind wir schon bei der nächsten Petition. Die Petition in Richtung, dass wir eben Bürgerbeteiligung auf Bundesebene schaffen. Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide, so ein bisschen nach dem Muster Bayern. Werde ich dann auch noch mal kurz erläutern. Das habe ich eingereicht 2006. Ich wollte, also am 31.12., gut, sozusagen als Silvesterrakete hochgeschossen, ist nicht angekommen, seltsamerweise. Wahrscheinlich hat sich die Silvesterrakete damals verflogen. Ich habe das Ganze dann Anfang 2007, nachdem ich dann nachgefragt habe, nochmal eingereicht. Da ist es dann auch behandelt worden. Und seit 2007 liegt das Ganze beim Bundestag, wird nicht behandelt. Es wurde auch nicht als öffentliche Petition zugelassen, weil man gesagt hat, da gab es schon jemand, der hat Volksabstimmungen gefordert. Das war 2005. Das ist jetzt die älteste nicht erledigte Petition, die beim Petitionsausschuss liegt. Der gute Mann hat einfach die Lust verloren, hat mir das dann auch mitgeteilt, nachdem ich ihn mal angefragt habe und gesagt habe, was läuft da eigentlich? Du warst bei der öffentlichen Anhörung gar nicht zugegen, wo es um das Thema ging. Ich durfte nicht sprechen, weil ich nicht hauptpetent war. Was kann man da machen? Er hat dann die Funktion des Hauptpetenten auf mich übertragen. Ich bin also jetzt der Hauptpetent für Volksabstimmungen und warte seit 2005 darauf, dass sich da was bewegt. Gut, dass das eine gewisse Zeit dauert, da hat man ja Verständnis dafür. Aber mittlerweile sind es dann doch schon 9 Jahre, beziehungsweise mit meiner eigenen Petition sind es jetzt schon über 7 Jahre. Da sollte doch mal was passieren. Ich frage jedes Jahr mal an, wie denn der Stand der Dinge ist, und dann heißt es immer wieder, ist in der Beratung, ich soll mich noch gedulden und ähnliches. Ich kann nur als einzelne Person keinen Druck aufbauen. Druck aufbauen müsste eine Organisation, müssten Parteien, da müsste was zustande kommen. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht was in den nächsten Jahren auf die Beine bringen. Vielleicht sollten wir da eine Petition einbringen, dass 9 Jahre zu lang ist. Dass Petitionen nach spätestens 5 Jahren abgehandelt werden müssen. Genau. Das, ja, das könnte man machen. Wenn das einer von euch übernehmen möchte, wäre vielleicht eine gute Anregung. Seit 1982 gibt es diese Petitionen, die von verschiedenen Leuten damals beginnen, mit Doppelphasen oder eingebracht worden sind. Ja. Es gab sogar eine Unterschriftenaktion, wo mehrere Millionen Tipps unterschrieben haben, so Anfang der Ende der 80er Jahre. Für die bundesweiten Volksentscheide. Ja, ja. In den 90er Jahren ist auch nochmal eingebracht worden. Es gibt ja auch immer wieder Gesetzesvorschläge, Gesetzentwürfe, die von den Fraktionen eingebracht werden, meistens am Ende der Legislaturperiode. Am Ende von Rot-Grün gab es einen Vorschlag vom Gerald Hefner, insbesondere mitbearbeitet, der die Mehrheit im Bundestag bekommen hat, aber eben keine Zweidrittelmehrheit und insofern unwirksam geblieben ist, leider. Vielleicht noch mal kurz zu den anderen Sachen. Ich habe also noch mal eine Petition in Sachen Gleichstellung von Einzel- und Parteibewerbern eingereicht. Da geht es darum, dass die Einzelbewerber in Richtung Zweitstimmen definitiv benachteiligt werden, weil sie ja nicht auf dem Wahlzettel stehen. Und Gott, wie gesagt, das müsste man dann im Einzelnen mal aufzeigen. Dann eine Petition, dass man Parteispenden für juristische Personen auf höchstens 500 Euro beschränkt. Also so wie Barspenden. Irgendwo muss eine Grenze sein. War klar, dass das abgelehnt wird. Wurde auch abgelehnt und zwar sehr schnell. Da können Sie auch schnell arbeiten. Dann habe ich einen Vorschlag eingereicht für ein verbessertes Wahlrecht für das Europäische Parlament und den Bundestag, das sozusagen eine gewisse Einheitlichkeit darstellen sollte. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch abgelehnt. Also da sind die nicht sehr diskussionsfreudig zu solchen Themen. Im Vorfeld oder im Rahmen dieser
3%-Hürde habe ich seinerzeit den Vorschlag gemacht, dass bei der EU-Wahl nicht mehr als 5% der Stimmen wegfallen sollten. Also ein ganz anderer Ansatz. Es ist ja jetzt so, die Sperrklausel ist so eingerichtet, dass man sagt, die Parteien müssen über den Prozentsatz sein, also zum Beispiel 5%. Man könnte das ja auch umdrehen und könnte sagen, es dürfen nie mehr als so und so viel Prozent der abgegebenen Wählerstimmen durch eine Sperrklausel entfallen. Wenn wir das jetzt gemacht hätten, bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel, wenn man da gesagt hätte, es dürfen nie mehr als 10% entfallen, wäre die FDP im Bundestag, wäre die AfD im Bundestag. Wie gesagt, es ist immer die Frage, wo man da die Hürde ansetzt. Wurde auch abgelehnt mittlerweile. Und ich habe auch noch einen Vorschlag gemacht für die Bundestagswahl. Da geht es im Prinzip um Ähnliches, dass man eben auch sagt, die Wählerstimmen sollten zumindest 90% zählen. Auch das habe ich mit einer Petition mal angestoßen. Aber das ist noch in der Beratung. Vielleicht kommt da noch was, aber ich denke mal nichts, was in meine Richtung geht. Ich habe mich auch mit dem Thema Steuerrecht befasst. Das war ja eigentlich der Einstieg für meine politische Tätigkeit, weil ich unzufrieden war mit der Steuergesetzgebung. Da habe ich einen Vorschlag gemacht im Jahr 2006, wie man den Umsatzsteuermissbrauch bekämpfen könnte. Da gibt es einfaches Mittel, nämlich auf den Zahlungszeitpunkt abzustellen. Naja, hat ein bisschen gedauert, hat sich das Finanzministerium sogar damit befasst, war letztlich der Vorschlag, den Bayern, das bayerische Finanzministerium beim Bund gemacht hat, seinerzeit noch ein Vorschlag an den Herrn Eichel, ja, 2006, also es könnte auch schon der Nachfolger gewesen sein. Der wurde jedenfalls auch abgelehnt und ein Vorschlag zur Pendlerpauschale. Jetzt ist es so, dass die Steuergutschrift ja praktisch, also dass die Pendlerpauschale als Ausgabe gewertet wird und derjenige, der viel Steuern bezahlt, viel spart, derjenige, der keine Steuern zahlt, der kann gar nichts sparen und den Benzin muss aber jeder in gleicher Höhe bezahlen. Deshalb war der Gedanke, eine Steuergutschrift zu machen, so ähnlich wie das für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, für Handwerkerrechnungen und Ähnliches schon gilt, wurde abgelehnt. Also, wenn ihr mal Lust habt, eine Petition zu machen und ein paar Fragen habt, ich kann euch da weiterhelfen. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte verlieren zu der Petition, die ich eingereicht habe. Wie könnte man eine Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auf Bundesebene umsetzen? Dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Als erstes braucht jeder Antrag einen Antrag und ein Antragsformular. Wer darf so einen Antrag stellen? Ich meine, es sollte eine politische Organisation sein. Das können natürlich auch, sage ich mal, drei Bürger sein. Aber es sollte vielleicht nicht ein Einzelner machen. Es wäre ganz gut, wenn es vielleicht dann doch eine kleine Gruppe ist. Also Partei, Wählergruppe, Verein, was auch immer. Dann muss so ein Antrag natürlich geprüft und genehmigt werden. Wer sollte das machen? Petitionen werden ja jetzt schon geprüft und genehmigt oder auch nicht als öffentliche. Das könnte meiner Meinung nach der Petitionsausschuss übernehmen. Wenn es Streit gibt wegen der Zulassung, wäre das Bundesverfassungsgericht meiner Meinung nach das Richtige, darüber zu entscheiden. Wie könnte so ein Verfahren dann weiter ausschauen? Ich plädiere dafür, damit nicht irgendwelche Spaßanträge kommen und der Petitionsausschuss
erstickt in den Anträgen. Wir hatten eine Ahnung, wie groß die Behörde ist, die dem Petitionsausschuss zuarbeitet. Wie viele Arbeitnehmer sind da beschäftigt im öffentlichen Dienst? Handvoll. Handvoll ist richtig, allerdings muss man da eine Null dran hängen. Also es sind über 50. Und wie viele Petitionen gehen ein im Jahr? 18.000. Deshalb halte ich eine Zulassungsgebühr durchaus für sinnvoll, allerdings muss die wieder erstattet werden, wenn die Initiative erfolgreich ist. Ob das dann 1.000 Euro, ob das 500 Euro sind oder 10.000 Euro, das kann man ja diskutieren. Damit eine Volksinitiative erfolgreich ist, also angenommen ist, bin ich der Meinung, sollte man eine Zulassungshürde einrichten. Ich plädiere dafür 0,5%, so wie bei der Parteienfinanzierung. Da muss man auch diese Hürde übersteigen. Das ließe sich also auch hier entsprechend umsetzen. Wenn man jetzt mal auf die letzte Bundestagswahl schaut, wären das 221.550 Stimmen, die gesammelt werden müssten, um eine Volksinitiative sozusagen wirksam werden zu lassen. Das Verfahren als solches würde ich genauso konzipieren wie die Sammlung von Unterstützerunterschriften zur Bundestagswahl. Das heißt, man kann von Haus zu Haus gehen, man kann Infostand machen und kann entsprechend den Antrag unterstützen lassen von Wahlberechtigten. Frist für die Sammlung von der Genehmigung 12 Monate. Es gibt da Leute, insbesondere von Mehr Demokratie, die meinen, da darf es gar keine Frist geben. Aber ich bin jemand, der aus der Verwaltung kommt. Von daher sage ich, wenn das für immer und ewig sozusagen Antrag ist, ist nicht gut. Irgendwo muss der Anfang sein und irgendwo sollte ein Ende sein. Das menschliche Leben ist auch irgendwo begrenzt. Man weiß bloß nicht wann. Hier sollte man eine Frist setzen. Ich würde sagen, 12 Monate ist genug. Wenn man in 12 Monaten nicht die entsprechende Unterstützung hat, wird man sie wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren auch nicht erfolgreich sammeln können. Ja, wenn so eine Volksinitiative dann Erfolg hatte, dann müsste sie meiner Meinung nach als ganz normaler Gesetzentwurf eben nicht von der Fraktion eingebracht, sondern von der Initiative eingebracht, im Bundestag behandelt werden. Wenn der Bundestag dann aber ablehnt, was dann? Dann wäre der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns Gedanken über ein Volksbegehren machen müssen. Ein Volksbegehren ist ja nichts anderes als der Antrag, dass das Volk darüber entscheiden soll. Da brauchen wir also auch wieder Voraussetzungen. Das eine wäre eben die Ablehnung einer Volksinitiative im Bundestag. Dann sollte man innerhalb von 6 Monaten entsprechend etwas unternehmen können. Eben einen Antrag auf ein Volksbegehren stellen. Es gibt ja noch andere Sachen, wo man sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel das Grundgesetz geändert werden soll, ist auch eine Sache, die wichtig ist. Auch da bin ich der Meinung, sollte das Volk die Möglichkeit haben, ein Volksbegehren anzustoßen. Oder wenn Hoheitsrechte übergehen, also zum Beispiel, wenn die D-Mark abgeschafft und der Euro eingeführt werden soll, auch da sollte das Volk zumindest die Möglichkeit haben, zu beantragen, dass es darüber einen Volksentscheid gibt. Diese Möglichkeit hatten wir bei der Einführung des Euros nicht. Wenn die Bürger damit zufrieden sind, gibt es keine Notwendigkeit, etwas zu unternehmen. Wenn das Volk allerdings nicht zufrieden ist, wenn sie darüber abstimmen möchten, dann soll es die Möglichkeit geben, über ein Volksbegehren einen Volksentscheid anzustoßen. Auch hier ein paar Worte zum Verfahren. Die Prüfung sollte durch den Bundestag erfolgen. Damit ein Volksbegehren
erfolgreich ist, haben wir hier in Bayern eine Grenze von 10% der Wahlberechtigten. Für die Bundesebene würde ich plädieren auf 5% der Wahlberechtigten. Das wären derzeit ca. 3 Millionen Stimmen. Ist nicht niedrig die Hürde, aber ist auch, wenn das Thema ein interessantes ist, denke ich mal zu überwinden. Kostet aber Anstrengung. Zur Frist, in dem das gesammelt werden muss, in Bayern, ihr kennt es, 14 Tage, wenn man die dann auch noch auf die Ferien legt, verdammt schwierig, das zu schaffen. Ich meine auf Bundesebene 50 Tage, da kann man auch mal in Urlaub gewesen sein und trotzdem noch abstimmen. 50 Tage halte ich für eine ganz gute Frist. Ich würde da dafür plädieren. Ich würde aber eins von Bayern übernehmen, und zwar, dass die Wahlberechtigten im Rathaus unterschreiben müssen. Warum? Es gibt ja viele, die sagen, das ist ja alles viel zu kompliziert und, und. Aber ihr müsst es mal so sehen. Wenn wir jetzt sagen, es gibt hier auch eine Unterschriftensammlung, dann ist das eine gewaltige Herausforderung für die Organisationen, sowas anständig über die Bühne zu bringen, zu bewerben und ähnliches. Wenn die Unterschriften im Rathaus gesammelt werden, muss ich als Organisation in die Richtung nichts unternehmen. Ich muss nur werben, dass die Leute das überhaupt mitbekommen. Also das hat durchaus positive Seiten, deshalb habe ich mich da dafür entschieden. Ja. Tja, gerade auch beim Kommunalwahlkampf gemerkt, es ist für die Bürger eine verdammt große Hürde, aufs Rathaus zu gehen. Wir haben es in Kaufbeuren gemeinsam versucht, wir hatten durchaus eine gute Ansprache. Wir haben für die Landtagswahl problemlos 300, 400 Unterschriften gesammelt auf Infoständen. Als es dann tatsächlich bei der Kommunalwahl darum ging, die Leute aufs Rathaus zu bringen, ja, konnte man getrost eine Null hinten wegstreichen, auch aufgrund widriger Umstände und sowas. Also das ist natürlich auch eine Problematik, die man dabei nicht vergessen sollte. Die Hürde, aufs Rathaus zu gehen, ist verdammt hoch. Und von jemandem, der ein Volksbegehren anschieben will, ja, kann man natürlich zu Hause vom Schreibtisch aus machen, sage ich mal etwas übertrieben. Aber da auf die Bürger zuzugehen, gehört, denke ich, auch ein Stück weit dazu. Ist natürlich schwierig für kleinere Organisationen, das dann auf Bundesebene zu machen. Aber auf die Rathäuser ist sowas, denke ich, auch schon recht schnell zum Scheitern verurteilt. Aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben im letzten Jahr oder zwei. Gut, da gebe ich dir bis zum gewissen Grad recht. Ich habe ja diese leidliche Erfahrung durchaus mitbekommen und miterlitten. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die Sammlung oder die Unterschriften im Rathaus die sinnvollere Alternative sind. Wir müssen diese Schranken, dass der Bürger mit seiner Verwaltung, mit denen da oben, so sieht es ja der kleine Mann, die da oben, was die da wieder machen, genau diese Hürde, dieses Unverständnis, die einen verstehen die anderen nicht, das müssen wir überwinden. Und wenn die Bürger mal sehen, wie denn das Rathaus arbeitet, wenn die sich mal ein bisschen dafür interessieren würden, was tun die da eigentlich in dem Rathaus? Was passiert da alles? Finde ich das keinen schlechten Weg. Also ich möchte eigentlich diese Hürden, diese Schranken abbauen, und ich glaube, das wäre durchaus ein Mittel zu sagen, okay, der Bürger soll durchaus wieder mal auf sein Rathaus gehen und soll seinen Willen kundtun, damit er auch sieht, das Rathaus ist für ihn da. Und die Beamten da drin, die arbeiten ja, die murren zwar, wenn sie dann am Sonntag mal drin sitzen müssen, aber letztlich sind die Herrschaften von dem, was sie tun, eigentlich schon überzeugt. Und das muss der Bürger einfach auch anerkennen. Also, wie gesagt, ich bin Mensch aus der Verwaltung, ich habe da einen Einblick in Richtung Verwaltung. Viele werden jetzt sagen, es ist typisch, da wird der Amtsschimmel. Aber ich denke mal, es macht Sinn, wenn Bürger und Verwaltung aufeinander zugehen. Also ich habe mir das, ich habe diese Problematik ja schon öfters gehört. Gerade Mehr Demokratie sagt ja nur, es gibt nur freie
Sammlung der Unterschriften, alles andere ist böses Zeug. Ich kann mich mit dem Thema trotzdem nicht so richtig anfreunden. Also ich sag mal, für die Vorstufe finde ich es vernünftig, für die Endstufe ist es meiner Meinung nach nicht mehr so günstig. Kommt ein Aspekt dazu, wir sammeln Unterschriften. Ich kenne es von dem Unterschriftensammeln für Kandidaten, für Listen. Wenn da von verschiedenen Stellen gesammelt wird, die Bürger wissen nicht, ob sie vor 2 Wochen schon mal unterschrieben haben. Manche wissen nicht, dass sie am gleichen Tag schon mal unterschrieben haben. Die unterschreiben doppelt und dreifach. Das muss dann alles auch wieder kontrolliert werden. Und die Organisatoren wissen unter Umständen nicht, wie viele Unterschriften denn tatsächlich gültig sind. Ja, aber dass es kontrolliert wird, das hat man auch bei der Landtagswahl. Da sitzt nachher ein Beamter auf dem Rathaus, der für die Unterschriftslisten der Leute aus seiner Gemeinde verantwortlich ist. Geht nicht anders. Und der streicht dann nachher die zweite, dritte oder vierte Unterschrift auch raus. Ich möchte gar nicht erst mit den Erfahrungen anfangen, die andere Leute bei uns hier in Schwaben gemacht haben, die dann nachher von Pontius zu Pilatus geschickt wurden, weil die Liste für den Kandidaten dann auf dem Landratsamt liegen soll. Die haben dann wieder zur nächsten Kreisstadt geschickt und. Da gehört zumindest das, was du schon gesagt hast, die Bürger und auch die Rathausangestellten müssen aufeinander zugehen. Die Erfahrung hat zumindest gezeigt, dass die Rathausangestellten häufig, dann, wenn der Bürger auf sie zukam, eher einen Schritt beiseite gemacht haben. Das muss man dann entsprechend kritisieren und offenlegen und da tut sich dann auch was, weil das ist nicht gewollt. Nicht von der Verwaltung als solches, aber es ist natürlich auch eine Fehlorganisation, wenn die Verwaltung ihren eigenen Angestellten nicht mitteilt, dass die Bürger durchaus bei ihnen unterschreiben sollen, den eigenen Mitarbeitern, die für zuständig sind, nicht mitteilt, wo denn die Listen zu finden sind etc. Das ist halt schon auch schwierig. Und das ist mir lieber, ich habe einen Wahlbeamten, zu dem ich dann als jetzt von der Partei in unserem Fall Beauftragter hingehe und dem einen Stoß hinlege und ich weiß, der hat eine Ahnung von dem, was er tut. Und auch da hat man die eine oder andere Diskussion. Die möchte ich dann doch lieber selbst übernehmen, als sie den Bürger dann sozusagen auch noch aufzubürden. Ich denke, das ist eine Hürde, die zusätzlich nochmal zu den 5% oder 3 Millionen Stimmen kommt, wo ich nicht sehe, was für Vorteile das haben soll, wenn der Bürger aufs Rathaus geht. Zumindest im aktuellen Stand, was auf den Rathäusern passiert. Ja, ich glaube, wir können an der Stelle vielleicht die letzten Jahre einfach rekapitulieren und sehen, dass gerade bei den Piraten einige Dinge entwickelt wurden, die da einen Weg in der Mitte finden. Richtig, indem man zum Beispiel Eintragungsformulare downloaden kann. Dann kann man sie ausdrucken, kann sie ausfüllen und bei 50 Tagen Zeit, das ist glaube ich nicht so schwierig, mal am Rathaus vorbeizufahren und das abzugeben, beziehungsweise wenn es eine so saublöde Situation ist, wie zum Beispiel in Lindau, dass das Rathaus irgendwo ist, wo eigentlich sonst niemand ist, dann muss man halt dann auch, oder dann ist es halt sinnvoll, im Zuge solcher Vorschläge auch zu sagen, ganz klar, du hast es ja gerade angesprochen, dann ist halt nicht am Donnerstag mal bis 8 Uhr auf und am Samstag noch 2 Stunden, sondern haben sie halt den Scheißjob, dass sie in diesen 50 Tagen an den Wochenenden voll besetzt sind. Das ist halt so. Dafür ist es dann im Amt aber auch gleich vorliegend und ich glaube, das ist dann ein recht fairer Kompromiss, in die Richtung zu argumentieren. Weil das eine ist natürlich die deutliche Erleichterung, das Ganze konzentrierter zu machen und dann den sozusagen auch den Behörden noch die Arbeit auch zu erleichtern, weil nicht stapelweise Zeug auf einmal daherkommt, sondern man es nach und nach abarbeiten kann. Und das andere ist natürlich, dass es bei 50 Tagen doch sehr viel Zeit ist. Bei 14 Tagen ist es, klar, schwierig, aber bei 50 Tagen ist es doch wahnsinnig viel Zeit. Aber natürlich stimmt es auch. Wobei die Gründe, warum wir da nicht genug Unterschriften bekommen haben bei uns im Kaufbeuren, sind ja nicht nur darin begründet, dass allein diese Hürde war. Es hatte noch andere Gründe. Das muss man aussehen. Ich denke mal, da wird in Zukunft sicherlich auch über Online-Verfahren und so weiter vieles möglich sein. Ich hoffe, dass da auch von Seiten der Piraten sehr gute und machbare Vorschläge übermittelt werden. Da muss was passieren. Bürger und Verwaltung sollten da
durchaus zusammenwachsen. Ich glaube, da drüben war noch eine Wortmeldung, oder? Ja, ich glaube, das geht auch ohne Mikro. Ja. Ja, hört man es auch so. Ich wollte eigentlich, ich kann vieles nachvollziehen, gerade weil ich durchaus Verständnis auch für die Verwaltung habe. Aber diese Regel ist mir ein bisschen zu bayernlastig, denn in anderen Bundesländern haben wir viel mehr Verwaltungsgemeinschaften und Gebiete, wo 50 durchaus größere Dörfer zusammen irgendwo ein Rathaus haben. Und da ist es nochmal eine größere Hürde, aufs Rathaus zu gehen. Deswegen zentrale Stellen, bei denen man unterschreiben muss, ja, aber die sollten dann bitte zentral und erreichbar sein und nicht, ich meine, das Lindauer Rathaus ist schon angesprochen worden, das ist der Idealfall für die Verwaltung, da kommt kein Mensch hin. Aber da muss man also ein bisschen aufpassen. Das ist schon richtig. Ich meine, ich kann jetzt sagen, in Kaufbeuren bei der Unterstützung der Stadtratsliste hat das Rathaus, so wie ich es bezeichnet habe, ja auch an zwei Stellen zumindest stattgefunden. Einmal in Kaufbeuren im Rathaus direkt und natürlich auch im Ansprechzentrum in Neugablonz draußen. In München gab es, ich weiß nicht wie viele Stellen, wo dann unterschrieben werden konnte. Also da kommt es einfach darauf an, dass die Bürger ihre Wünsche anmelden und die Verwaltung, die macht das dann schon. Also manchmal vielleicht ein bisschen widerstrebend, aber letztlich sind die dafür zuständig, dass die Demokratie funktioniert. Und ohne unsere Rathäuser, ohne den Einsatz der Verwaltung für Wahlen, wären Wahlen bei uns gar nicht denkbar. Überlegt euch mal, wie Wahlen bei uns organisiert werden und wer die Last dieser Organisation trägt, wer das Know-how hat, diese Wahlen durchzuziehen. Das ist nicht so einfach. Die Verwaltungen bei uns können das. Also man muss auch schätzen können, was die Herrschaften für uns tun. Man muss es vor allem erst einmal erkennen und sehen. Aber es gibt da sicherlich, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten. Ich habe eine angesprochen, ich habe das übernommen von Bayern, weil damit hat man die Regelung, da kann man sagen, das funktioniert ja schon seit über 60 Jahren. Warum sollte das auf Bundesebene nicht funktionieren? Man muss ja manchmal auch dem politischen Gegner oder demjenigen, der das nicht so gern sieht, die Möglichkeit lassen zu sagen, okay, na, vielleicht kann man das dann doch noch akzeptieren, weil das ist ja in Bayern schon ganz gut gelaufen. Ich denke da an die Union, weil die CSU wird sich wahrscheinlich schwer tun, wenn das bayerische Modell auf Bundesebene vorgeschlagen wird, zu sagen, ist ja unmöglich, kann man nicht zustimmen, wenn sie selber im Prinzip seit Jahrzehnten damit leben können. Gut. Also ich bin trotzdem dafür, dass man das mit Unterschriften sammeln muss, also per Listen, weil wir hatten das, als wir es eigentlich viele, die gesagt haben, ich unterschreibe nur, weil es kein anderer sieht. Wer liest denn die Unterschriften? Haben wir gesagt, okay, der Landeswahlleiter bzw. der in der Bezirksregierung Zuständige ist, sonst würden die nicht unterschreiben. Weil sonst, wenn ich aufs Rathaus gehen muss als CSUler und eigentlich im Kern eigentlich zustimme, aber öffentlich nicht auftreten kann, mich ins Rathaus gehen, dass mir jeder sieht, ich unterschreibe für diese Initiative. Das machen die nicht. Weil sie nämlich am nächsten Tag das Stadtgespräch sind, die Herrschaften. Und es kann keiner von der CSU kommen und für die Piraten unterschreiben. Das machen die nicht. Gut, aber das ist eine Sache, wo ich sage, da müssen wir Offenheit lernen. Das ist ein Teil der Demokratie. Und wenn wir dazu nicht bereit sind und sagen, okay, das muss immer noch möglich sein, ich meine, der Beamte im Rathaus, der darf nicht darüber sprechen. Das ist so etwas Ähnliches wie ein Steuergeheimnis, da gibt es ein Wahlgeheimnis, der darf das keinem sagen. Er weiß es natürlich, klar, aber er darf das nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn ich in Linda aufs Rathaus gehe, komme ich in ein Bürgerbüro und da sehen mich noch 10 andere Mitarbeiter dort. Und die sehen, ich gehe an dem Schalter hin und damit wissen die es. Ja, also, ja, da muss man sich vielleicht Gedanken machen über das Verfahren. Gedanken machen,
nach dem Motto, unsere Wahlen sollen ja auch frei und geheim sein, genau, dass man das auch hier in irgendeiner Form schafft. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, wenn hier Online-Verfahren möglich sind, dann ist die ganze Sache online am besten zu praktizieren. Dann kann ich vom Wohnzimmer aus sozusagen sagen, ich unterstütze das und ich will das aber nicht unterstützen und werde da kann meine Unterschrift, meine Unterstützung nicht leisten. Ja, würde das Problem schon sein, wenn meine Mutter könnte dann zum Beispiel niemals unterschreiben, weil die ist nicht mehr so gut zu Fuß. Bis zum Rathaus in Leipzig ist es relativ weit von ihrer Wohnung. Wenn sie außerhalb im Randbereich wohnen würde, wäre das noch schwieriger. Und online kann sie es auch nicht, weil sie vielleicht nicht und greifend keinen Computer hat. Also da muss man schon alle einbeziehen können, auch die, die eben nicht technikaffin sind, die gehbehindert sind, blind sind und so weiter. Das mal als Einfüge noch dazu. Aber warum orientiert man sich nicht daran, nach einem Land, das schon seit vielen Jahrzehnten einwandfrei praktiziert, man kann einfach mal gucken, wie macht das die Schweiz, da funktioniert sie offenbar. Wenn wir sagen, ein Online-Formular möglich, dann muss man sich durchaus fragen, warum muss der Bürger nachher noch aufs Rathaus gehen? Aufs Rathaus geht der Bürger im Moment, weil er seinen Ausweis vorlegt. Doch bei den Kommunalwahlen zum Beispiel muss der es. Da legt er seinen Ausweis vor, wird kontrolliert, ob er tatsächlich in der Wähler ist in dem entsprechenden Bereich und tut dann, nachdem er sich ausgewiesen hat, unterschreiben. Online sind wir zumindest im Moment noch nicht so weit, dass sich jeder hier verifizieren kann. Das heißt, online wäre eigentlich eher ein Stück weit sprechen dafür, dass der Bürger es dann auch auf der Straße machen kann. Also ein Abbau von Hürden, eine anschließende Kontrolle der Legitimation durch die Antragsteller, in dem Fall des Volksbegehrens, durch die lokalen Vertreter quasi und nicht durch jeden Einzelnen, der hinrennen muss. Also da kann man eins sagen, auf europäischer Ebene gibt es ja sowas wie eine Bürgerinitiative. Die gerade abgelehnt wurde. Die gerade abgelehnt wurde, genau. Und diese Unterstützung für diese europäische Bürgerinitiative, die kann, zumindest laut Gesetz, EU-Gesetz, EU-Vorgabe, online gestellt werden. Dass das in Deutschland noch nicht umgesetzt werden kann oder wird, das ist ein spezielles deutsches Problem. Aber auch da sammeln wir am Samstag wieder Unterschriften auf der Straße. Ja, ja. Schicken die Leute nicht ins Rathaus. Aber ohne Rechtsbewerbung. Also ich glaube, wir sehen, dass das sehr umstritten ist. Ja, ich meine, das ist ein Thema, über das kann man, wie gesagt, den ganzen Abend streiten und diskutieren. Da gibt es für und wider, das gilt es abzuwägen. Und irgendwann muss man halt mal sagen, okay, das machen wir jetzt. Und zwar so. Letztlich sage ich mal, bin ich der Meinung, wenn wir jetzt, sagen wir mal, der Union das Zugeständnis machen, dass man sagt, okay, es wird in Rathäusern gesammelt, erprobtes Verfahren in Bayern, haben wir bessere Chancen, hier sowas durchzubekommen, als wenn wir sagen, wir versuchen, das Optimale sozusagen gleich im ersten Schritt zu erfüllen. Das halte ich für dem Gegner sozusagen in die Karten gespielt, weil die werden dann sagen, okay, schön, da haben wir einen Grund, da haben wir einen Grund, da haben wir einen Grund, wir sind dagegen. Wir müssen schauen, dass die keine Gründe haben, dagegen zu sein. Da habe ich auch noch vielleicht einen Gedanken dazu, weil es geht ja hier nicht um die Unterstützung einer Partei zur Wahl, das ist was anderes. Das ist eine ganz andere Hürde, es geht hier um ein Sachthema. Und ich weiß nicht, wie es in Lindau war, aber in Kaufbeuren hat es super funktioniert bei diesen Studiengebühren. Da sind die Leute gegangen, weil es ein Sachthema war. Da geht man dann hin. Man geht dann hin und trägt sich da ein. Bei der Unterstützung einer Partei sehe ich das anders. Da sind die Manschetten aber ganz anders geknöpft. Und da bin ich ja selber sehr interessiert und sehr der Meinung, dass das ein Thema auch für uns sein wird, nämlich ein eigenes Volksbegehren zu machen, das wir rational begründen und nicht emotional, also nicht auf der Fairness-Schiene reiten. Da werde ich auch mit Werner sicher drüber reden die nächsten Monate und dann auch mit unserem Landesvorstand. Habe ich schon gesprochen, die Ohren sind offen, dass wir eine Petition, eine Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid in Bayern starten, der sich das Ziel setzt, dieses Kommunalwahlrecht so zu ändern, dass die Standards den anderen Bundesländern entsprechen.
Und das wäre dann eben keine verpflichtende Unterschriftabgabe auf dem Rathaus mehr für Unterstützung der Partei X, sondern das wäre in vielen anderen Ländern auch, wobei wir beide uns auch schon lange unterhalten haben, weniger auf der Fairness-Schiene zu argumentieren, sondern einfach und schlicht mit der ganz banalen Realität, dass der Verwaltungsaufwand halt viel geringer ist. Genau so ist es. Also das hat ja auch was mit Verwaltung zu tun. Die Verwaltung, also ich will erstmal meine Erfahrungen von Kaufbeuren kundtun. Unterstützung von Volksbegehren. In Kaufbeuren läuft es so, da ziehe ich mir meine Nummer und dann komme ich in das Bürgerbüro, Abteilung, was weiß ich, C, und da ist dann ein Beamter vor mir. Im Hintergrund laufen vielleicht noch zwei, drei durchs Büro, aber der eine ist für mich zuständig, der bekommt mit, ob ich unterschreibe, sonst keiner. Es ist also eine Frage der Organisation, wie ich das organisiere. Und da muss man die Rathäuser im Prinzip oder die Verwaltung natürlich auch irgendwo mal darauf hinweisen, dass man sagt, Leute, es gibt sowas wie ein Wahlgeheimnis, das gibt es auch bei Abstimmungen, da muss man drüber nachdenken. Hat man vielleicht zu wenig? Es gibt viele Sachen auf dem Gebiet, Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbeteiligung, was zu verbessern wäre. Lasst uns darüber einfach Gedanken machen, Vorschläge machen und dann müssen wir schauen, dass wir hier dieses Thema voranbringen. Ich bin voll einverstanden. Ich will nur erzählen, wie es in Lindau ist. In Lindau zieht man auch seine Nummer. Dann geht man, wenn man dran ist, an den Counter und sagt, was man möchte, damit man dann irgendwohin verteilt wird. Aber alle diese Unterschriften werden direkt am Counter vor allen Leuten geleistet. Das ist natürlich ganz schlecht organisiert. Ja. So macht man das nicht. Also. Ich meine, da müssen wir halt wirklich dafür sorgen, dass dann die Gemeinden gebrieft werden, was da die Anforderungen sind. Aber ich meine, das ist auch bei Wahlen so. Bei Wahlen wird das auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Darf da der Ehepartner noch mit reinschauen oder nicht? Ist das Wahlgeheimnis gewahrt oder nicht? Das kommt dann auch immer auf den jeweiligen Wahlvorstand drauf an. Es gibt sehr strenge und es gibt andere, die sind da ein bisschen lockerer. Also, dass das überall hundertprozentig gleich wird, das werden wir nicht schaffen. Aber wir müssen eine Regelung finden, wo wir sagen, okay, damit kann die Bevölkerung leben, damit können wir auch unseren Willen als Bevölkerung, als Bürger entsprechend anbringen. Und zwar so, dass es gibt ja zwei Möglichkeiten. Es gibt ja die Möglichkeit, dass im Bundestag offen abgestimmt wird, dann sieht jeder, von welcher Fraktion kamen jetzt da irgendwelche Gegenstimmen? Oder es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, man macht eine geheime Abstimmung. Ja, warum ist das so? Weil es eben unterschiedliche Möglichkeiten geben soll. Die geheime Wahl ist die bessere Wahl. Das werden alle unterschreiben können. Und das gilt natürlich auch für Abstimmungen. Also so geheim wie möglich, aber auf der anderen Seite auch so unbürokratisch wie möglich, weil wenn wir alles zu kompliziert machen, geht uns keiner mehr hin und dann ist uns damit auch nicht gedient. Gut, ich denke mal, da können wir das Thema abschließen, weil sonst sitzen wir in einer Stunde auch noch dran. Mit eurem Einverständnis. Okay, ich habe schon noch was. Wir sind ja noch beim Volksbegehren. Ein Punkt wäre noch, praktisch keine Werbung zu erlauben. Das heißt, dass diejenigen, die über viel Geld verfügen, sich hier nicht irgendwelche Seiten und Anzeigen kaufen können. Dass die Berichterstattung dann vielleicht nicht ganz ausgewogen ist, das werden wir wahrscheinlich nicht vermeiden können. Da wäre die Pressefreiheit da und jeder Journalist sagt, ich muss schreiben können, was ich meine. Aber zumindest die bezahlten Anzeigen sollte man verbieten. Okay, dann kommen wir als nächsten Punkt. Also, jetzt habe ich noch vergessen, wenn ein Volksbegehren Erfolg hat, also diese 3 Millionen Stimmen zustande gekommen sind, dann haben wir den Erfolg des Volksbegehrens und damit haben wir einen Volksentscheid geschafft. Den würde ich also unter Aufsicht des Bundespräsidenten
setzen, weil es ist ja dann in der Regel so, dass der Bundestag da nicht mitgespielt hat und dann sollte es zumindest eine neutrale Person geben, die den Volksentscheid formell zumindest voranbringt. Also als Voraussetzung ein erfolgreiches Volksbegehren. Der Bundespräsident soll den Termin festsetzen. Viel mehr an Entscheidungsbefugnissen hat er nicht, also er wird damit nicht mächtig, aber er kann zumindest über den Termin bestimmen und sollte den möglichst mit Wahlen zusammenlegen, weil da einfach die Wahlbeteiligung größer ist und der Aufwand minimiert ist. Vom Verfahren her kann man das Ganze so gestalten wie bei den Bundestagswahlen. Im Prinzip kann man darauf verweisen, die Organisation übernimmt der Bundeswahlleiter. Die Frage ist, wann ist der Volksentscheid erfolgreich? Da haben wir in Bayern ein prima Mittel. Da heißt es, es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Theoretisch geht nur einer hin. Gilt es auch. Es gibt ein paar Ausnahmen. Auch hier auf Bundesebene hätten wir natürlich gewisse Ausnahmen zu beachten. Also wenn die Verfassung geändert werden sollte oder Hoheitsrechte abgetreten werden, dann braucht man natürlich auch hier eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn es um zustimmungspflichtige Bundesgesetze geht, dann sollten auch sozusagen die Rechte des Bundesrates dadurch gewährt sein, dass man sagt, es muss ein Mehr der Bundesländer zugestimmt haben. Also, wie viele Stimmen hat ein Bundesland und genau, also diesen Passus hat zum Beispiel mehr Demokratie drin, das funktioniert gut, lässt sich auch leicht auszählen. Ich muss ja nur schauen, welches Bundesland hat dafür und welches Bundesland hat dagegen gestimmt und dann kann ich praktisch die Stimmenverhältnisse vom Bundesrat darauf übertragen. Und wenn ich dann sozusagen die Genehmigung ersatzweise des Bundesrates habe, also der Mehrheit des Bundesrates habe, dann hätte ich praktisch die nötige Zustimmung. Aber insgesamt bin ich der Meinung, sollten wir kein Quorum da reinschreiben. Da sind Professoren zum Teil anderer Meinung. Aber ich sage immer, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ich sage ja, ich sage nein oder ich sage, ist mir egal. Und wenn es mir egal ist, dann entscheiden eben die anderen. Ich bin zumindest so lange gegen ein Quorum, solange es bei Wahlen auch kein Quorum gibt. Und bei Wahlen gibt es auf unserer Ebene kein Quorum. Geht nur einer zur Bundestagswahl, hat derjenige oder die Partei, die er gewählt hat, 100% und alle sitzen im Bundestag. Reine Theorie, klar, aber es gibt kein Quorum, dass man sagt, es müssen mindestens 10% oder 50% an der Wahl teilgenommen haben. Also wenn es bei Wahlen ein Quorum gibt, dann kann man auch bei Abstimmungen darüber nachdenken. Und dann sollte man das eigentlich auch übernehmen. Und auch beim Volksentscheid keine Werbung, zumindest keine bezahlte Werbung, keine Anzeigen und ähnliches. Gut. Das wäre das, was ich mir dazu vorgestellt habe. Jetzt hätte ich noch einige Sachen, aber ist ein bisschen lang. Als Abschluss der Hinweis, wenn ein Volksentscheid erfolgreich war, könnte man am gleichen Tag noch eine Direktübertragung aus dem Bundespräsidialamt machen, indem der Bundespräsident das entsprechende Gesetz unterschreibt. Wäre sicherlich eine tolle Sache, PR-mäßig für den Bundespräsidenten. Aber das muss auch nicht so in Szene gesetzt werden, es genügt ja einfach, dass er aufgrund des Volksentscheids das Gesetz in Kraft setzen kann. Gut. Wie sieht es denn aus mit der Aufmerksamkeit? Noch Interesse da? Durch Gesetzesdruck so vorstehen, dass der Bundespräsident das Gesetz in Kraft setzen muss. Muss, ja, selbstverständlich. Okay.
Es gibt da so einen schönen Spruch eines gewissen Herrn Bronze. Aber, ja, also, Jetzt mal, ja. Gibt es so einen schönen Spruch von dem gewissen Herrn Albert Barzel? Er hat allerdings diesen Spruch gebracht als Argument gegen die Volksgesetzgebung, indem er nämlich sagte, das Volk ist kein Popanz, es wird kein Hampelmann, wenn es befragt wird, entscheidet es auch. Spricht also, er muss das in Kraft setzen, egal ob Bundespräsident will oder nicht. Das ist eigentlich nochmal als Hinweis dazu. Ja, es wäre also nur was anderes, wenn es sozusagen gegen die Verfassung verstoßen würde. Dann dürfte es gar nicht. Dieses Bundesrecht steht dem Bundespräsidenten ja allgemein zu, aber das ist ja vorher schon abgeklärt worden. Das ist eine rein rhetorische Angelegenheit. Er muss es unterschreiben. Das ist ja auch beim Bundestag so, er muss es unterschreiben. Er kann überprüfen, ob das verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Aber in dem Fall hätte ja der Bundestag schon vorher die Gelegenheit gehabt. Insofern muss er das unterschreiben. Moment, ich der Bundestag hat es ja jetzt abgelehnt nach Ihrem Verfahren. Ja. Na, ich meine jetzt im allgemeinen Gesetzgebungsverfahren, wenn der Bundestag jetzt für das Volk ein Gesetz erlässt, das sind ja unsere Volksvertreter. Ja, ne, das ist schon klar. Dann muss der Bundespräsident im Prinzip unterschreiben, außer er hätte verfassungsrechtliche Bedenken. Richtig. Und dieses Recht müssen wir ihm, glaube ich, auch hier lassen. Das müssen wir ihm belassen, ja. Es könnte ja sein, dass also irgendwo ein Haufen Populismus hier beschlossen wird. Ja. Ja, und der Bundestag hätte, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, zu Recht gesagt, wir wollen dieses Gesetz nicht, weil es verfassungsmäßig nicht in Ordnung ist. Und es geht trotzdem beim Entscheid durch. Moment, also wenn der Bundestag bei der Prüfung der Meinung ist, das wäre verfassungswidrig, dann bringt er das erstmal vor das Bundesverfassungsgericht, die entscheiden, ob dieser Entwurf verfassungsgemäß ist. Das heißt, ein Gesetz mit Bedenken kommt gar nicht in die Entscheidung. Also da gibt es ja schon eine Vorprüfung. Das ist der Punkt. Zwischen Bedenken und Entscheidung ist auch noch, also da könnten Probleme auftauchen. Da muss man aufpassen, mehr sage ich da nicht. Ja, ist richtig. Also ich meine, rein rechtlich wäre es sicherlich so, dass der Bundespräsident dann nochmal das Recht hat, das zu überprüfen, ob das verfassungsgemäß ist. Aber das wird wohl nicht der Fall sein, weil das schon vorher irgendjemand in Zweifel gezogen hätte aus den Reihen des Bundestags. Also man muss natürlich dann, oder es wäre dann dringend anzuraten, auf was zu achten, was wir gerade als sehr negatives Beispiel aus den USA sehen. Dort, das schließt dann wieder den Kreis zu TTIP, dort ist schleichend die Kompetenz zur Besetzung des Supreme Court, der dem Bundesverfassungsgericht entspricht, von denen, die den vorschlagen, nämlich die Juristen, die ganzen obersten Juristen, Staatsanwälte und so weiter, diese ganzen Juristenvereinigungen in den USA, haben Kandidaten vorgeschlagen, so war das früher. Und der Präsident hat den dann bestätigt. Heute werden die nicht mehr gefragt, sondern da wird einer eingesetzt, der der Regierung genehm ist. Was dazu geführt hat, dass über die Jahre Reagan, Bush, der Supreme Court extrem konservativ geworden ist und es dadurch auch möglich war, dass man sagt, im höheren Staune, die Konzerninteressen in den USA es geschafft haben, jeder Kapitalgesellschaft dort eine bürgerliche Rechtsfähigkeit zuzusprechen. Also man kann Konzerne in menschlichen Grundrechten verletzen, das geht. Und genau dasselbe würde mit Sicherheit versucht dann bei unserem Bundesverfassungsgericht. Da haben wir ja die blöde Situation, dass die also aus den Parteien irgendwie bestimmt werden. Im Moment etwas zum Leidwesen der jetzigen Regierung, weil die doch ein bisschen, jetzt möchte ich mal das Wort progressiv verwenden, sind. Aber und die Union sich wirklich darüber beschwert schon, das merkt man. Aber da muss man genau hinschauen, dass das dann hier nicht auch passiert, dass dann wirklich die Kandidaten nach Goodwill selektiert werden. Sehr wichtig. Aber ich wollte eigentlich was zu dem Thema Werbung sagen. Keine Werbung, da bin ich eigentlich auch völlig dafür. Wobei ich halt hier was sehe, wenn ich jetzt gerade auf Kaufbeuren zurückgehe, was ich da jetzt an Erfahrungen live gemacht habe mit dem Thema Forettle und dem, was da so dranhängt. Da gab es Werbung, es war ein Bürgerentscheid, der da angesetzt war und ein Ratsbegehren.
Beide haben das Quorum nicht erreicht, das ist auch wurscht, aber in dem Prozess, der dann da hingeführt hat, gab es Werbung in der Zeitung, so kleine rote Anzeigen mit blöden Sprüchen, von Vereinen, von Leuten bezahlt hin und her, wir haben glaube ich auch mitgemacht, oder so ähnlich, oder irgendein Verein hat mitgemacht, aber mit unserer Beteiligung. Nein. Und gleichzeitig gab es dort einen unglaublich breiten Spielraum an sogenannten Leserbriefen, geschrieben durch Stadtratsvertreter oder Menschen, die ihnen nahestehen, aber Stadtratsvertreter. Das heißt, ihr habt eine massive Manipulationsfläche bekommen für Etablierte. Andere sind einfach nicht zu Wort gekommen. Und da schreiben dann 5 Stadträte hintereinander. Und nicht sachlich, überhaupt nicht. Also gut, Piraten haben damit mehr Erfahrung, aber das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das hat mit einer Amtsinformation, ihr Abstimmungsheft, das Information nichts mehr zu tun. Das ist bewusste Manipulation und das wird dann wieder von Medien unterstützt. Auch da ist es sehr wichtig, genau hinzuschauen und da Spielregeln festzulegen. Zu sagen, Freunde, so und so nicht. Ne? Dann ist es halt schade, wenn dann massenhaft die Medien da eine Seite bevorzugen, weil ich muss ja nicht Werbung schalten. Wenn ich jetzt eine XY-Firma habe, die Interessen hat und ich habe Geld, dann schalte ich halt Anzeige für meine Firma, die ich gar nicht brauche. Die schalte halt, damit die da Anzeigenplatz verkaufen, die Redaktion ist glücklich und als kleine Gegenleistung habe ich halt einen überlangen Leserbrief, den mir als Bürger sofort der Redakteur auf minimal zusammenstreicht, den habe ich halt da drin stehen und das nur 5 Mal von 5 verschiedenen, der gleiche Thema, also auch ein gefährlicher Punkt. Danke für deinen praktischen Hinweis, genau so ist es, muss man leider bestätigen, aber ich sag mal, im Gesetz sollte eben rein, dass es keine Werbung gibt. Dass das in der Praxis schwer umzusetzen ist, das ist mir schon klar. Aber da gibt es mehr Sachen, die in der Praxis einfach nicht so laufen, wie sie theoretisch gedacht sind. Wir müssen halt dann schauen, dass wir, was wir daraus machen. Also da muss es halt dann Klagen geben und Ähnliches. Und dann bewegt sich das vielleicht in die richtige Richtung. Eine Frage, sollte dieser Volksentscheid zu allen Themen geben oder ist da irgendwo Grenzen? Weil theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich fange an, ganz klein, wir schaffen die Mehrwertsteuer ab. Das wird natürlich logischerweise durch alle Instanzen abgelehnt. Das wird nämlich der Herr Schäuble von seinem Stuhl aufstehen. Ne? Und hinterher, jedes Volk, das ganze Volk wird sagen, ja okay, wir schaffen die Mehrwertsteuer ab. Sehr guter Einwand, danke. Aber dann wird's, danke. In Bayern ist das zum Beispiel nicht möglich. Also was die Finanzen anbelangt, da hat er, das haben sie vor. Das ist richtig. Ich bin der Meinung, generell sollte es nicht davon abhängig gemacht werden, dass sowas nichts kosten darf. Ich bin aber der Meinung, wenn es was kostet, dann muss in dem Vorschlag drinstehen, wie es bezahlt wird. Also wie es finanziert wird, wo das Geld dafür herkommt. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will die Mehrwertsteuer abschaffen, dann muss da drin auch stehen, wie die Steuerausfälle anderweitig ausgeglichen werden. Also entweder ich kürze Leistungen, oder ich mache eine neue Steuer oder was auch immer. Auf jeden Fall, finanzmäßig muss das Ganze auf Null gehen. Also das würde ich also explizit ins Gesetz reinschreiben, dass das notwendig ist. Würde aber nicht reinschreiben, dass man über finanzielle Gegebenheiten keine Volksabstimmung abhalten darf. Weil das ist ja in Bayern der Fall. Und dann kommt die Regierung schnell her und sagt, ja, Studiengebühren, Volksentscheid, geht ja nicht, das kostet ja Geld. Und dann ist es schwierig, da zu argumentieren. Wenn jetzt möglich wäre, dass die Studiengebühr jetzt abgeschafft, dann kostet es, haben sie weniger Einnahmen. Wo soll es jetzt herkommen, das Geld? Wenn ich jetzt sage, sie sollen irgendwas bauen, oder wollen den Amis den Krieg erklären, wir haben die Mehrheit dazu, dann haben wir die Mehrheit, aber wer soll denn bezahlen? Ja, niemand. Das ganze Volk natürlich dann logischerweise. Irgendwo zu sagen, es muss ein Nullspiel sein, ist ein bisschen. Naja, es muss kein Nullspiel sein, aber es muss sozusagen in dem Vorschlag drinstehen, woher die Finanzen stammen. Wenn ich was streiche oder wenn ich zusätzliche Leistungen erbringen will, dann muss ich sagen, wie will ich das finanzieren? Sonst würden ja die Leute hergehen und würden sagen, ich schaffe die Steuern ab, Verwaltung brauchen wir keine, dann haben wir Chaos. Und bevor wir das gemerkt haben, dann, also... Deswegen ist es ja eigentlich wichtig, dass die
diskutiert. Richtig. Öffentlich diskutiert, genau. Auch. Und dort muss eben ein sogenannter Medienprogramm, Sie wissen, was ich damit meine, muss dort praktisch geschaffen werden, damit Aufklärung und Diskussion darüber stattfindet. Und wenn man zum Beispiel über so ein Thema wie Abschaffung der Mehrwertsteuer in der Öffentlichkeit diskutiert und dort auch die entsprechenden Leute zu Wort kommen, die auch sagen, was das für Auswirkungen hat, wenn man das so und so und so macht, dann wird es auch ganz erstaunlich sein, dass auf einmal viele Leute gar nicht so dumm sind, wie man es immer einschätzt. Also so blöd ist das Volk nicht. Wir reden als Piraten viel von Schwarmintelligenz. Da müssen wir auch ein bisschen vertrauen, denke ich. Obwohl ich da manchmal etwas skeptisch bin, weil wer Recht hat, kann er bestimmt werden. Und wenn jetzt überall drin steht, keine Werbung, würde das praktisch auch bedeuten, eine Diskussion kann nicht stattfinden, nur über offizielle Informationen. Und da sehe ich ein bisschen ein Problem. Keine kommerzielle Werbung. Also das, die sowieso nicht. Also keine kommerzielle Werbung soll stattfinden. Geworben, dass man Veranstaltungen macht und ähnliches, das ist durchaus zulässig. Und dass es eine Berichterstattung dazu gibt, ist auch zulässig. Es soll nicht verschwiegen werden, aber es soll eben nicht bezahlte Werbung geben, Werbespots, die sich dann irgendwelche Leute, die sich das leisten können, die können sonst ja irgendwelche Themen hochziehen, die können Lobbyismus für TTIP machen. Ja? Also da sollte der Bürger zumindest die Möglichkeit haben zu sagen, stopp, also zumindest darfst du keine Finanzmittel dafür einsetzen, dass du dich ansonsten stark machst und dass du über diesen Umweg, wie der Thomas das beschrieben hat, ich schalte euch eine Anzeige und gleichzeitig veröffentlicht ihr einen Leserbrief, unentgeltlich für mich. Das wird natürlich praktiziert, also das ist kein Geheimnis. Aber das ist nicht im Sinne des Gesetzes. Und deshalb sage ich, keine kommerzielle Werbung, aber ansonsten ideelle Werbung jederzeit. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dem Punkt Schluss. Ich hätte zwar noch ein interessantes Thema, wie man sowas dann umsetzen könnte, aber das dauert dann sicherlich auch nochmal 20 Minuten. Ich denke mal, das reicht. Okay, dann darf ich mich bei euch bedanken. Es hat jetzt doch eine ganze Zeit gedauert, ziemlich lang. Ich dachte eigentlich, das ist viel, viel kürzer, aber es gab doch interessante Redebeiträge und interessante Diskussionen. Ich darf mich bei euch, wie gesagt, bedanken. Ich darf mich beim Thomas bedanken für die Einladung und wünsche euch viel Erfolg auf dem beschwerlichen Weg, wieder dorthin zurück zu marschieren, prozentmäßig, wo ihr schon mal wart. Es wäre schön, wenn ihr an die Bürgerbeteiligung denkt und da ein bisschen mit anschiebt. Danke. So, danke Werner. Hat wieder einiges aufgefrischt, was ich schon wieder vergessen gehabt habe. Und hat mich auch sehr gefreut, dass du heute den Weg hergefunden hast. Wir haben auch für dich einen Präsentkorb, du kommst uns also nicht aus. Das ist natürlich ein bisschen Eulen nach Athen tragen, einem Allgäuer einen Allgäuer Präsentkorb zu überreichen. Aber ich glaube, das macht dir trotzdem Spaß. Auch dem Allgäuer schmecken Allgäuer Schmankerl. Ja, so ist es. Bitteschön. Okay, das ist natürlich jetzt alles nur ein Lockmittel, weil das ja live gestreamt wird, damit die anderen das nächste Mal zahlreich erscheinen, Redebeiträge leisten und so weiter, ist ja klar. Wir meinen das ja alles gar nicht ernst und deswegen, ich danke vor allem euch, dass ihr heute da wart, dass ihr den Weg hergefunden habt, mit dem kleinen Hinweis auf den Rest, der den Weg nicht hergefunden hat, echt Leute selber schuld, weil ich sag's wie es ist, wir sind noch da, wir sind nicht tot und wir werden erst mal schauen, das wollen wir doch mal sehen, wie die Sache ausgeht. Ich habe keine Angst vor der AfD, ich habe auch keine Angst vor neuen Liberalen und ja, die Frage ist, vor was hatte ich eigentlich jemals Angst? Wir machen weiter. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, dass viele morgen den Weg wieder zurückfinden, dass wir morgen intern dann gut weiterarbeiten können. Und einfach danke.